Wir sind wieder in der Viktoria-Kaserne im Fuchs in Hamburg und unser Thema sind heute Fotografien im Krieg, vom Krieg, Bilder vom Krieg. Das ist nicht identisch, denn Fotografien ergeben zusammen ein Bild vom Krieg oder Bilder vom Krieg, je nachdem, wie sie gezeigt werden, wie sie zusammenmontiert werden, wie oft man sie sieht, wie lang. Das heißt, wir werden heute eine umfassende Betrachtung haben dieses Komplexes. Und wir haben heute drei Gäste, ein Novum. Und zwar haben wir als Ankergast, möchte ich mal sagen, Petra Bob da. Anker deshalb, weil wir ja immer bei Rapid Rabbit das Prinzip haben, dass wir Gäste wieder einladen, die 2011 schon einmal zum Thema gesprochen haben. Und Petra Bob war damals bei uns, damals noch in der Friese. Du hattest gerade deine Ausstellung mit Publikation Fremde im Visier fertig und hast uns also Alben von Fotografien, die Soldaten im Zweiten Weltkrieg gemacht haben, mitgebracht und davon erzählt und analysiert. Und davon gehen wir heute kurz aus in deinem Vortrag, mit dem du starten wirst. Dabei werden also Fragen eine Rolle spielen, wer machte die Fotos und wie wurden die aufbewahrt und was sagen die Fotos uns heute. Dann haben wir da Merle Radke, frisch eingeflogen von der Biennale in Venedig. Schön, dass es geklappt hat. Also du beschäftigst dich eben mit den Zirkulationen von digitalen Bildwelten beruflich. Du bist Leiterin der Kunsthalle Münster und warst am Graduiertenkolleg Ästhetiken des Virtuellen hier an der HFBK. Und wirst anschließend an Petra kurz was sagen oder vielleicht auch ausführlich und auch ein Video zeigen von dem Projekt Forensic Architecture, wo es also um die Auswertung der Bildwelten geht, die im Krieg entstehen. Und ganz spontan haben wir dazu bekommen Robin Hind. Du bist gestern reingesprungen, toll. Also Fotograf, der in der Ukraine fotografiert hat, seit 2010, glaube ich, seit Janukowitsch an die Macht kam. Und du warst eben auch in der Ukraine, als die Unruhen oder man muss sagen kriegerischen Auseinandersetzungen 2013, 14 am Maidan stattfanden. Und du wirst uns heute auch Bilder zeigen, die ganz neu sind aus der Ukraine, die noch nicht veröffentlicht sind. Toll, toll, dass es geklappt hat. Ja, Ja, vielen Dank für die super. Einladung. Und wir springen jetzt einfach rein. Petra. Ja, vielen Dank, dass ich hier noch mal mit dabei sein kann, 10 Jahre danach, 11 Jahre danach. Ich schlage den Bogen direkt von 2011 zu 2022 und beginne mit einem Foto, das ich damals auch schon gezeigt habe. Es wird uns aber in einer anderen Weise heute beschäftigen als vor 11 Jahren. Es handelt sich um die Frau im Wasser. Okay, gut. Also. In einem Schuhkarton mit circa 400 privaten Kriegsfotografien eines Soldaten fand ich vor gut 20 Jahren ein Foto, das zunächst nicht in den Kontext der Aufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg passte. Die Fotografie zeigt eine Frau, aufgenommen von schräg oben, wie sie eine Furt durchquert. Das gekräuselte Wasser hinter ihr spiegelt das Sonnenlicht. Der lange Schatten der Frau wird auf die glatte Wasseroberfläche geworfen. Licht und Schatten fixieren sie wie in einem Fadenkreuz der Bilddiagonalen. Diese Zentrierung, eingespannt in den glatt geschnittenen weißen Bildrand, hinterlässt beim Betrachter trotz der ausgewogenen Komposition und des ruhigen, fast idyllischen Motivs ohne jede sichtbare Kriegshandlung eine schwer fassbare Irritation. Rückseitig ist die Zahl 74 notiert. Sonst gab es keine weiteren Angaben, auch nicht vom verstorbenen Besitzer der Schachtel. Erst der Fund der identischen Fotografie in einem anonymen Album aus einer Privatsammlung, die eine Bildbezeichnung auf der Rückseite trägt, erschließt den Kontext. Sie lautet: Die Minenprobe vom Donez zum Don 1942. Die Aufnahme zeigt also die tödliche Praxis des Befehls zum sogenannten Minensuchgerät 42. Zitat: Damit Verminung zu rechnen ist, ist für Bereitstellung von Minensuchgerät 42 Juden oder gefangene Bandenangehörige mit Eggen und Walzen in ausreichender Zahl zu sorgen. Die Anordnung im Album zeigt drei weitere Fotos. Hier die Minenprobe plus zwei Fotos darunter. Sie haben auf der Rückseite
durch die Furt. Und nachdem die Frau sicher am Ufer anzukommen schien, konnten die Wehrmachtssoldaten mit ihren Fahrzeugen durch die Furt ans andere Ufer übersetzen. Aber das nachfolgende Fahrzeug ist offensichtlich auf eine Mine bei der Brücke gefahren. Und das trägt den Titel Trümmer. Weitere Recherchen ergaben die Zugehörigkeit zu einer Bildliste von 142 Fotos mit dem Titel Vom Donetz zum Don 1942. Sie nennt exemplarisch Motive aus einem kurzen Zeitabschnitt des Feldzugs der 97. Leichten Infanteriedivision, der sogenannten Spielhannjägerdivision im Juni, Juli 1942, von der Donetz-Überquerung in der Ukraine auf dem Weg zu den Erdölfeldern im Kaukasus. Die zweite deutsche Sommeroffensive in der Sowjetunion hatte mit der Operation Blau unter anderem die Rohstoffsicherung zur Erhaltung der eigenen Kriegsfähigkeit zum Ziel. Die nur unvollständig erhaltene, durchnummerierte Liste enthält kurze Titelangaben zu den Fotos, die sich bislang in 5 voneinander unterschiedlichen Konvoluten und unabhängigen Konvoluten fanden. Unter den typischen Motiven des Vormarschs, der Kämpfe und Zerstörungen hatte die Minenprobe mit ihren 3 folgenden Bildern einen Platz im Handlungsablauf dieser visuellen Fronterzählung. Auch die folgenden 10 Fotos in der Serie zeigen Tod und Zerstörung. Die Einzelbilder, die durch die Nummerierung in eine Abfolge gebracht wurden, ergeben auf diese Weise nicht nur ein chronologisches und raumeroberndes Kontinuum, sondern lassen in der seriellen Folge auch inhaltliche Interpretationen zu. Und 2 Beispiele. Ein zunächst rätselhaftes Foto eines Grasstücks mit 3 umgestürzten Fahrrädern lässt auf einen Überfall auf die Fahrertruppe des vorhergehenden Fotos schließen. Die nachfolgenden Aufnahmen stellen die russischen Soldaten mit erhobenen Händen aus dem hohen Gras kommend dar, wie sie vom Scharfschützen im nächsten Bild ins Visier genommen und zur Aufgabe gezwungen werden. Die Abfolge dieser 20 Fotos, insgesamt 20 Fotos, kann als Nukleus der gesamten Bildserie angesehen werden, da sie Gefahr, Zerstörung, Tod und Gewalt auf beiden Seiten der Kämpfenden zeigt. Sie verweist darauf, wie es gewesen sein könnte, wie der Krieg gesehen wurde, nicht wie er war. Hier ist die gesamte Bilderliste der 142 Fotos in der Ausstellung in Frankfurt. Die Bilderliste trennt das Einzelfoto von der inhaltlichen Erläuterung und Abfolge der gezielt zusammengestellten Serie. So geraten die Fotos in unterschiedliche Kontexte und sind nur durch Finderglück bei der Recherche in ihrem Gewaltpotenzial erfahrbar. Diese Bildserie verweist zudem exemplarisch auf die Art und Weise der Zusammenstellung und Montage in den Fotoalben der Wehrmachtssoldaten. Die Truppenangehörigen konnten sich aus solch halboffiziellen Bilderlisten der Division Fotos bestellen und sie mit ihren eigenen Aufnahmen im Album kompilieren. Durch die Recherche konnte eine Kontextualisierung des zunächst rätselhaften Fotos der Minenprobe gelingen. Die Fragen nach dem Wann, Was und Wo konnten geklärt werden. Leider aber immer noch nicht die Frage nach dem Wer, nach dem Fotografen. Meine These ist, dass mehrere Fotografen für die Bilderzusammenstellung verantwortlich waren, dass möglicherweise professionelle Fotografen der Propagandakompanie und Amateurfotografen aus der Truppe die Aufnahmen geordnet und kombiniert haben. Mit der Bearbeitung der Bilderserie und vor allem der 4 Aufnahmen um die Minenprobe in der Ausstellung, hier ist eine Ausstellungswand auch nochmal aus Frankfurt, und im Buch Fremde im Visier, Fotoalbum aus dem Zweiten Weltkrieg, wurde das Foto durch den affektiven Gehalt und der hohen ästhetischen Wirkung zur Ikone. Peter Geimer weist in seinem neuen Buch Die Farben der Vergangenheit, wie Geschichte zu Bildern wird, explizit auf diesen Eigenwert der Bilder, auf ihr Potenzial der emotionalen Zuspitzung. Und ich zitiere weiter: Zugleich steht die Unverzichtbarkeit dieses Wissens außer Frage. Das Foto braucht eine diskursive Rahmung, der Text ein Wissen darüber, was dieser Rahmen nicht fassen kann.
Seit der Publikation in zwei Auflagen und der 8 Ausstellungen in der BRD, in Österreich und in den Niederlanden, als auch in vielfachen Presseartikeln greifen Künstlerinnen, Schriftstellerinnen und auch Fotografinnen zu dem Motiv und bearbeiten es ganz unterschiedlich. Historische Museen wie das Deutsch-Russische Museum Karlshorst beziehen es in ihrer neue Dauerausstellung mit ein. Geschichtsbücher und selbst der Newsletter der Stiftung Welt ohne Minen benutzen es. Und ich zeige hier ein paar Beispiele. Links sehen Sie das Ölgemälde von Sabine Moritz, Fluss, Frau im Wasser. Öl auf Leinwand, 80 x 100 cm von 2010. Rechts daneben von einer österreichischen Malerin Christa Dietl, die Minensuche. Ebenfalls Öl auf Leinwand, 80 x 100 cm von 2015. Dann wandte sich eine Wiener Fotografin an mich und bat um Abbildungsmöglichkeiten und wirklich den neuen Umgang damit, nämlich sie nahm das Foto als Vorlage für ein Reenactment, das sie mit einer Freundin an der Donau in Wien nachgestellt hat. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass die Frau sich in diesem Reenactment-Bild zur Fotografin umwendet. Dann gibt es Schriftstellerinnen, die in ihren Texten über dieses Bild schreiben, von Evelyn Schlag zum Beispiel in Literatur und Fotografie von 2021 oder auch Sabine Gruber, Daldo Dossi oder Das Leben des Augenblicks, München 2016. Aber auch das Cover wurde wieder aufgegriffen, nämlich von Helmut Lehten in seinem Buch Der Schatten des Fotografen, Berlin 2014, links. Und auch ganz neu vor ein paar Tagen in dem Magazin des Deutschen Historischen Museums Historische Urteilskraft Nummer 4, in dem Anfangsartikel, dem Artikel dieses Bild dazugefügt wird mit einer ausführlichen Bildunterschrift, aber der Artikel geht in keiner Silbe auf dieses Foto ein. Es wird lediglich, denke ich mal, wegen seiner Ikonenhaftigkeit hier benutzt. Und dann nochmal die Beispiele, das Geschichtsbuch auf der linken Seite, wie das Foto einfach in einen Kontinuum der Erzählung des Zweiten Weltkriegs eingefügt wird oder eben dieser Newsletter, dieser Zeitschrift Welt ohne Minen, die allerdings auf zwei Seiten zu dem Bild Stellung nimmt und es genau beschreibt. Die Entdeckung des Bildes in einer verstaubten Schuhschachtel und in diversen privaten Fotoalben in Kellern, Archivschränken, auf Flohmärkten und im Internet und die Rezeptionsgeschichte des Fotos über 10 Jahre verweisen auf das große Potenzial, das diesen bislang meist versteckten und noch unentdeckten Fotoalben eigen ist. Nun aber zur Kriegsfotografie heute und ihrer massenhaften Verbreitung. Die Bilder von Kriegsszenarien veränderten sich während der letzten Jahrzehnte. Fotojournalisten wie Nick Ut, der die fliehenden vietnamesischen Kinder vor dem US-Napalm-Angriff 1972 fotografierte, oder Eddie Adams, Kopfschussfoto eines Vietcong von 1969, ich brauche die Fotos nicht zu zeigen, die sind allseits bekannt, oder auch Don McCullin, führten mit ihren Aufnahmen und kritischen Berichterstattungen aus Vietnam zu einer veränderten Wahrnehmung des Kriegsgeschehens in den USA und in Europa. Seit der massenhaften Verbreitung der Mobiltelefone mit Kamerafunktion nimmt die Übermittlung von privaten Aufnahmen bei Kriegs- und auch Terrorakten immer mehr zu. Unschärfen und verwackelte Fotos stehen häufig für den authentischen Schnappschuss in Echtzeit und werden von der Presse und den sozialen Medien verbreitet. Wie aber sieht es mit der Bilderflut aus dem heutigen Kriegsgeschehen in der Ukraine aus? Täglich sehen wir auf allen Medien Fotos und Videos aus ganz unterschiedlichen Quellen. Fotojournalisten von Presseagenturen, TV-Sendern oder auch individuell unterwegs, Smartphone-Aufnahmen von Kriegsteilnehmern oder Berichterstattern, vielfach wiedergegeben in den Nachrichten, im Internet, in Talkshows eingespielt. Und hier aus den letzten Tagen
Karin Mioska in den Tagesthemen mit zwei Aufnahmen im Hintergrund. Einmal die Zerstörungen und auf der anderen Seite doch, und da kommen wir sicher noch mit drauf, liegt ein Toter hinter diesem kaputten Auto. Immer wieder wird die Wirkung der Fotos diskutiert. Was darf man zeigen? Wie lange bleiben die Aufnahmen während der Diskussionen oder in den Nachrichten stehen? Hier Frau Maischberger in zwei Aufnahmen aus der Sendung mit entsprechenden Hintergründen. Wie werden sie verpixelt? Wann mit einer Triggerwarnung versehen? Wie ist das Framing dieser Bilder? Zu Gewaltdarstellungen im Museum veranstaltete das Deutsche Historische Museum vor kurzem ein Symposium, in dem eine Rednerin die Fotos von Gehängten in Serbien nur im Detail zeigte. Und zwar so, dass man nicht die Köpfe sehen konnte. Damit lag der Fokus des Betrachtens auf den darunter stehenden Tätern und Gaffern. Zeigen oder nicht zeigen ist vor allem bei den kolonialen Fotoarchiven, bei der Digitalisierung und auch bei Publikationen und Ausstellungen eine wiederkehrende Frage. Im letzten Heft der Fotogeschichte zu Fotografie und Kolonialismus bedecken zwei Autoren in ihren Artikeln zu fotografischen Porträts toter Afrikaner für die Berliner Akademia von 1906 die Fotos mit einem weißen Blatt, sodass lediglich die Beschriftung des Archivs zu lesen ist. Oben Afrika Mehehe Manasisa Yangu, der Kopf, und drunter, ganz unten in der Zeile, der Kopf befindet sich in der Sammlung der Königlichen Anatomie zu Berlin, aufgenommen von Fräulein Kund, Lettehaus, Berlin 1906. Der Kopf stammt von einem Indigenen aus Tansania, ehemals deutsche Kolonie Ostafrika. Die Schlussfolgerung des Autors zum Verzicht auf die Darstellung lautet am Ende seines Artikels, Zitat, die Herausforderung wird sein, bislang eingeübte, meist hierarchisierende Perspektiven zu überwinden und nicht länger die Verfügungs- und Deutungshoheit zu reklamieren. Auch Bilder können bestattet werden. Und ich zeige nochmal von 1835 eine Zeichnung von Schado, die er abbildet in seinem Artikel. Also in der Zeichnung ist es möglich. Diesem Bestattungsritual möchte ich ein Zitat von Georges Didier Übermann entgegenhalten. Zitat, um zu wissen, muss man sich ein Bild machen. Wenn die Bilder verschwinden, verschwinden auch die Worte und die Empfindungen. Und mit ihnen jede Möglichkeit der Mitteilung. Wir dürfen die Bilder weder zurückweisen, noch uns im Glauben an sie verlieren. Annäherung bedeutet nicht Aneignung. Bilder werden niemals beruhigende Bilder für sich sein, sondern werden immer Bilder des anderen bleiben. Ihre Fremdheit selbst aber hat verlangt, dass wir uns ihnen annähern. Zwischen diesen Positionen wird jeweils ein angemessener Weg der Annäherung zu finden sein, meine ich. Bekommen wir als Zuschauerinnen die nötigen Informationen über die Herkunft der Bilder mit den vier W-Fragen, wer hat wann, wo und was fotografiert? Können die Fotos in der schnellen Bearbeitung und Verfügbarkeit in den digitalen Medien überhaupt noch kontextualisiert werden? Wie arbeiten die klassischen Printmedien mit diesen Bildern? Über den deutschen Pressekodex und die Maßstäbe des Zeigens von Kriegstoten in in- und ausländischen Medien berichtete die Süddeutsche Zeitung im März. Durch die Berichterstattung sollen Opfer kein zweites Mal verletzt werden, so der Pressekodex, an den sich die Süddeutsche Zeitung hält, nicht aber die Bild-Zeitung und die New York Times. Letztere verweist zwar auf die würdevolle Darstellung, will aber doch einen ungeschönten Bericht der Ereignisse liefern. Durch die Überflutung mit diesen Kriegsbildern wird zudem auf allen Medien der Umgang mit Fotos diskutiert. Bei Markus Lanz am 5.4.22 und Sandra Maischberger am 6.4.22 in der Talkshow und selbst in der Tagesschau am 19.4.22 wird die Frage nach der Verifikation von Bildern aus der Ukraine gestellt. In den Tagesthemen spricht die Außenministerin Annalena Baerbock am 4.4.22 vom Krieg der Bilder. Nochmal hier zur Verifikation. In der Tagesschau kommen zwei
Bildbeispiele zur Sprache. Und der Beitrag ist ungefähr 1,5 Minuten lang, immerhin. Auf die Bilder kommen wir bestimmt noch nachher zu sprechen. Nach den ausführlichen Diskussionen um die Wirkmacht von Kriegsbildern auf die BetrachterInnen bei der ersten Wehrmachtsausstellung griff die zweite Wehrmachtsausstellung das Thema in einem gesonderten Ausstellungskapitel Foto als historische Quelle auf und verwies in unterschiedlichen Bildserien zum Pogrom in Tarnopol einen möglichst wissenschaftlichen, adäquaten Umgang mit den Fotografien. Nun werden diese Probleme der Verbreitung, Wirkung und Evidenz von Fotografien vor einem Millionenpublikum verhandelt. Diese Fragen wollen wir im Weiteren, und jetzt zeige ich schon mal ein Bild, mit dem Fotografen Robin Hinsch diskutieren. Er fährt seit über 10 Jahren regelmäßig in die Ukraine und registriert mit dem Kameraauge Landschaften und Menschen in diesem Land. 2010, als Viktor Janukowitsch an die Macht kam, 2014 bei den Kämpfen auf dem Maidan und immer wieder in den folgenden Jahren und so auch zu Beginn des Überfalls auf die Ukraine, als er im März 3 Wochen in Lviv, Odessa und Kiew die Wirkung des russischen Angriffskrieges fotografierte. Wie unterscheiden sich die Bilder von 2010, 14, 16, 22? Wie ist die eigene Erwartung, sich mit der Kamera diesem aufgewühlten Land zu nähern? Wie werden die Bilder vermarktet? Brauchen sie eine Triggerwarnung? Was möchte er fotografieren? Und was erfordern die Situationen an der Front, in den Luftschutzbunkern? Was möchte er vermitteln? Bevor wir da genau drauf eingehen, kommt aber ein Beitrag von. Genau, also danke erstmal, Petra. Du hast jetzt eigentlich den ganzen Strauß von Fragen, die wir heute besprechen wollten, schon großartig zusammengefasst oder bist dabei und wir kommen bestimmt noch auf einiges zurück. Also ich frame nochmal kurz zurück für unseren Rahmen bei Rapid Rabbit. Uns interessiert ja auch, was hat sich verändert seit 2011, was natürlich auch schwierig ist in diesem Rahmen. Ich will nochmal kurz erinnern an deinen Vortrag. Wir hatten damals neue Bilder, also was heute die Bilder aus der Ukraine sind, waren damals die Bilder aus Abu Ghraib. Und wir hatten ganz kurz davor, hatte eben Julian Assange auf WikiLeaks das Video Collateral Murder freigegeben, wo eben das von 2006 stammt und man sah eben, wie US-amerikanische Hubschrauberpiloten Menschen ermorden im Irak. Und das heißt, der Stand damals war auch, welche Wirkung haben solche Bilder, wie können sie ausgewertet werden, was bedeuten sie uns für uns. Im weiteren Sinne, wo wir später noch drauf kommen werden, ist tatsächlich die Frage der Triggerwarnung, was können wir zeigen, was wird geblurrt. Wir haben uns beispielsweise die Bilder nochmal angeguckt, die wir damals gezeigt haben, haben gesagt, Gottes Willen, wie konnten wir die damals so zeigen? Also von Abu Ghraib, diese Folterbilder, da scheint sich was getan zu haben. Aber erstmal nochmal zur Frage der Auswertung der Bilder, denn da hat sich tatsächlich was getan seit 2011 und da wird Merle gleich was zu erzählen zu dem Projekt. Genau. Also da zwei Projekte, die ich gerne vorstellen würde, auch so ein bisschen in Reaktion auf die Minenprobe, die ich eben in unseren Vorgesprächen zu heute das erste Mal gesehen habe und wir länger darüber gesprochen haben. Und du hast diese 4 Fragen ja gerade nochmal aufgegriffen, das wer, wann, was, wo. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir so ganz wichtig ist und was auch nochmal hochkochte bei mir bei den Bildern aus Bucha, beziehungsweise die mediale Einbettung, die Reaktionen darauf und auch die russische Reaktion darauf, dass eben gesagt wurde, das seien Schauspieler, die dort platziert wurden und die dort hingelegt wurden. Also die Frage von Inszenierung, wer inszeniert was und nutzt eigentlich wie was. Und ich glaube, auch diese Kanäle, wer hat gerade eigentlich Zugang zu welchen Informationen oder welche Informationen enthalten eigentlich Bilder auch gerade in ihrer Mehrzahl und nicht in ihrer ikonischen Einzahl vielleicht. Das war sowas, was mich interessiert hat daran und was das bei mir also sozusagen in der Bildfolge der Minenprobe oder mit den 3 folgenden Bildern, was so losgetreten ist. Und plus eben dieses andere Bildmaterial, was dazukommt. Ich glaube, wir müssen es jetzt nicht nochmal zeigen, du hast die Bilder aus Bucha ja gerade
gezeigt, sozusagen einmal from above, sozusagen vom Satelliten und einmal wirklich von der Straße fotografiert. Ich würde es einmal zeigen. Die da, meinst du die? Ja, genau. Genau, Petra hat es auch nochmal aufgemacht auf dem Computer. Genau, perfekt. Alles danke. Mich hat einfach diese Äußerung nach den, oder beziehungsweise darüber nachdenken, dass es komplette Fiktion ist und dass es Schauspieler seien, die dort eingesetzt wurden, extrem erschrocken in dieser Reaktion. Und gleichzeitig aber auch dieses andere Bildmaterial noch dazu zu haben, eben die Satellitenbilder, was glaube ich auch eben ein jüngeres Phänomen ist, auch, dass man einfach so gutes Bildmaterial hat, dass man so extrem reinzoomen kann, dass es nicht komplett blurred. Und das ist glaube ich auch was natürlich, wenn man auch um Fragen von vielleicht Multiperspektivität darüber nachdenkt, was wir natürlich haben, wenn wir auf einmal Hunderte von Handybildern haben, die ein Ereignis zeigen, plus den Blick von oben noch dazu, plus journalistische Bilder dazu, ist das natürlich ein extrem großer Fundus an Material. Und wie dieser Fundus mitunter eingesetzt wird, hat mich interessiert und sind mir zwei Projekte eben dazu in den Kopf gekommen. Und vielleicht können wir uns eben zwei Beispiele anschauen, wo es auch um eine investigative Ästhetik geht, die wir, um die es geht, die auch einer Popularisierung von Bildmaterial entgegenwirkt. Das finde ich ganz interessant daran, nicht nur was im Speziellen die Kriegsfotografie angeht, sondern vielleicht unseren Blick auf Bildmaterial ganz, ganz generell betrifft. Und natürlich Bilder als, aber ich glaube, darüber werden wir auf jeden Fall zu dritt gleich noch sprechen, Bilder als Akteure des Politischen zu betrachten, einfach und wie sie eingesetzt werden. Die Website, die wir gerade sehen, wo du vielleicht einfach mal ein bisschen durchscrollen kannst, ist ein Projekt oder es handelt sich um eine Forschungseinrichtung, Forensic Architecture, ein Projekt, das 2011 an der am Goldsmith College, University of London, von E.L. Weizmann gegründet wurde. E.L. Weizmann ist Architekt und denkt eben über das Räumliche und über visuelle Kultur nach. Forensic Architecture als mittlerweile ein sehr, sehr großes Team untersucht Menschenrechtsverletzungen, darunter Gewalt, die von Staaten, Polizeikräften, Militärs und auch Unternehmen begangen wird. Seit 2011 gibt es vielfältige Projekte, an denen sie arbeiten, die unterschiedlich präsentiert wurden, die teilweise vor in Gerichtsverhandlungen gezeigt wurden, also wo wirklich dieser Aspekt der Forensik, wie man ihn sonst eben auch aus der Kriminalgeschichte kennt, wirklich zum Tragen kommt. Gleichzeitig wird es auch in Ausstellungen gezeigt. Und das hängt auch damit zusammen, dass das Team, was bei Forensic Architecture arbeitet, ArchitektInnen umfasst, SoftwareentwicklerInnen, FilmemacherInnen, JournalistInnen, KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen und AnwältInnen. Also eine Mischung an Personen und darunter eben auch viele, die sich mit Bildmaterial auskennen, was vielleicht an vielen Stellen vielleicht greife ich da auch die AnwältInnen raus, die von der Profession erstmal nicht unbedingt vom Bild kommen. Und dass es genau diese Verschaltung eigentlich braucht, um vielleicht auch anders Bilder zu lesen. Und damit ist es ein sehr wichtiges Projekt geworden, was eben, man sieht es dort so ein bisschen auf der Website mit den Hard Facts jeweils darunter. Es gibt unterschiedliche AuftraggeberInnen, das können Einzelpersonen sein. Das sind aber oft auch NGOs, dann wird gezeigt, wo was zum Tragen kam, wo was vorgestellt wurde, wann es passiert ist und wann mit der Aufarbeitung begonnen wurde. Genau, es wird bei den Untersuchungen setzt Forensic Architecture in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen modernste Techniken der Raum- und Architekturanalyse
Open-Source-Untersuchungen, digitale Modellierung und immersive Technologien sowie dokumentarische Recherchen und situative Interviews ein. Und in diesen Umgebungen, die Sie eben auch räumlich anlegen, also da auch wirklich die Verbindung zur Architektur, innerhalb dieser Umgebungen lokalisieren und analysieren Sie Fotos, Videos, Audiodateien und Zeugenaussagen, um eben diese gewaltsamen Ereignisse zu rekonstruieren und bestmöglich zu analysieren und damit eben einen möglichst objektiven Blick eigentlich zu generieren, eben durch die Vielzahl des Ganzen. Und ich würde mir gern ein Beispiel anschauen, dass wir uns zusammen ein Beispiel anschauen. Das ist ein Fall aus dem Spätsommer 2014, The Battle of Ilovaisk, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, in der Ostukraine. Im Spätsommer 2014 kämpften ukrainische Streitkräfte gegen pro-russische Separatisten um die Kontrolle der Stadt. In der Grenzregion Donetsk im Osten der Ukraine. Im September hatten die Separatisten einen überwältigenden Sieg errungen und die ukrainische Armee zurückgedrängt. Und noch während der Schlacht wurden Vorwürfe laut, reguläre Einheiten der russischen Armee hätten sich auf der Seite der Separatisten in die Schlacht eingemischt und das Gleichgewicht damit zu deren Gunsten verändert. Russland wies die Vorwürfe zurück, aber in einem Moment, der zu einem Wendepunkt für die Open-Source-Untersuchungen wurden, sammelten Gemeinschaften von ForscherInnen, ReporterInnen und BürgerjournalistInnen umfangreiche und zwingende Open-Source-Beweise für die Präsenz der russischen Militärs in der Region. Und da würden wir uns vielleicht mal das Video anschauen. Präsenz der russischen Militärs. Das Video anschauen. In August 2014, the Ukrainian Armed Force separatists fought for control of the town of Ilovaisk in eastern Ukraine. In August 2014, the Ukrainian Armed Force the separatists won a resounding victory. For control of the town of Ilovaisk in eastern Ukraine. Russia denies that its armed forces took part in the battle. But there is widespread evidence to the contrary. Russia denies that its armed forces. Forensic architecture was commissioned by the European Human Rights Advocacy Center to consolidate the existing open source evidence for Russia's military presence in the region during this time. In doing so, we began to develop new methods for open source research. Following the battle, on September 3rd, a convoy of military vehicles can be seen 10 kilometers south of Ilovaisk. It includes armored vehicles and flatbed trucks. A few kilometers away, more vehicles are visible. Dust clouds suggest that they are heading east towards Russia. Open source investigators found more vehicles and military camps on either side of the border around that time. On the Russian side of the border, images from the 28th of August show a convoy coming from the direction of Ukraine. The vehicles have no visible insignia apart from these white circles. To verify what these markings meant, we set out to find further evidence of military vehicles within Ukraine. Doing so meant searching through hundreds of hours of video footage. To speed up the process, we used machine learning to help us find the most relevant videos. A machine learning classifier analyzes videos frame by frame and returns a probability that each video it analyzes contains what we've trained it to look for, in this case, military vehicles. We noticed tanks recurring in the results, so we refined the classifier to focus on them. We developed a user interface to interpret and navigate the results. Sections highlighted in red indicate where the classifier has predicted the presence of a tank.
Each horizontal bar represents one video. Clicking on any part of the highlighted area takes the user to that point in the original video. A particular model of tank was of interest in this investigation, the T-72B3. This article from 2017 gives an overview of the T-72B3, a new model of tank put into use in 2012 and which at the time of the Battle of Ilovaisk was operated exclusively by the Russian army. The article also describes the tank's unique features, as does this post on a popular Russian weapons forum from 2013. We used this information to build a detailed model of the T-72B3, including a sight system known as the Sosna-U, a sensor, and these Contact 5 explosive reactive armor plates. We compared the model against images from the Ilovaisk battlefield. In this photo of a tank captured by Ukrainian forces, we can clearly see the features unique to the T-72B3. The same features can again be seen on the turret of this destroyed tank. And in this video, the same features are again visible. Two white circles have also been painted on the side of this tank, similar to those seen earlier, on the convoy returning to Russia from Ukraine. The same markings can also be seen on other tanks and military hardware across the battlefield. This suggests that there is a connection between the white markings and Russia's operations in Ukraine. This wreckage of a T-72B3 was filmed multiple times by pro-Russian separatists, Ukrainian armed forces, and by Russian and Ukrainian journalists. The wreckage was reported to be somewhere near the village of Novodvirske. A satellite image from the 31st of August shows clear traces of a battle, including artillery craters and vehicle tracks, 2 kilometers south of the village. Among these traces, we spotted what appears to be the same wreckage. In this video, from the 29th of August, we are able to identify a row of trees to the vehicle's right, and these 4 pylons to its left. The video and the satellite image therefore show the same tank. We also geolocated another video to the same location, by this bend in the road and these trees. Here, Ukrainian soldiers are seen climbing over a Russian T-72B3. The tank bears distinctive damage marks. According to witness testimony, this image showing the tank on the 26th of August was taken at the same location. A white circle is visible, however, by now an additional insignia has been added. These 2 white stripes, known to officially identify Ukrainian military vehicles, suggest that the tank is now in the hands of the Ukrainian armed forces. We can also see more damage marks. The same tank is seen again 3 days later, still in the hands of the Ukrainian armed forces, recognizable by the same damage marks. But in this image, from early September, the tank appears to have changed hands again. These soldiers are pro-Russian separatists. Here, the separatists show off the same tank for a Russian television network. In fact, the vehicle they are parading, captured from the Ukrainian armed forces, was originally manufactured and brought to the region by their Russian allies. The open source evidence that we gathered together was presented within an interactive cartographic platform. In total, we analyzed over 130 events relating to Russian military presence, which we color-coded and placed on a timeline. Events can be filtered by time and by tag,
Each individual event contains a list of evidence and sources. These events are pulled together into a series of narrative threads. The platform also contains a series of our own investigative reports. The work that led to this platform demonstrates the clear potential for machine learning to augment open source research in human rights investigations. Our findings also add to the overwhelming evidence for Russia's military presence in eastern Ukraine during the Battle of Ilovaisk. Ritt durch, ein sehr schneller Ritt durch diverses Bildmaterial und eben diese Auswertung, die vorgenommen wurde, wo aber gerade dieses Vergleichen der unterschiedlichen Perspektiven, der Einsatz von digitalen Modellen, den ich sehr, sehr interessant fand. Und ganz kurz würde ich gerne noch auf ein zweites Moment eingehen, weil das gerade schon zum Einsatz kommt, sozusagen jetzt wirklich in der Ukraine. Und das ist das Syrian Archive, das wir auch noch kurz anmachen können. Genau, das ist... Ist auch nochmal ein Video? Oder? Nee, das ist einfach nur die Website einmal kurz, wo man, glaube ich, sich nochmal anders durchklicken kann, weil es eben so viel Bildmaterial ist, dass man eigentlich da immer weiter durchgehen kann. Genau, also absolute Empfehlung, sich das selber nochmal in Ruhe anzugucken. Ne? Und auch weitere Projekte von Forensic Architecture auf deren Website. Weil ich kann gleich dazu sagen, dass wir alle Links hinterher auch zu dem Clip stellen werden auf den YouTube-Kanal, wo dann dieser Stream auch zu sehen sein wird. Mhm. Genau, von dem Syrian Archive habe ich erstmals 2019 durch einen Vortrag von Hadi Al-Khatib im Rahmen eines Panels mit dem Titel Building Archives for Evidence and Collective Resistance auf der Transmediale in Berlin erfahren, an dem unter anderem auch der Künstler Adam Harvey teilgenommen hat, der das Syrian Archive eben darin unterstützt hat, 3D-Modelle von russischen Waffen zu bilden, 3D-Scans zu machen, die wieder einzulesen, um sozusagen die eigenen Programme, wie wir sie auch schon bei Forensic Architecture gerade gesehen haben, mit den Vielzahlen an Bildern, wo man eben sagt, okay, das erkennen wir wieder und was kommt eigentlich in den Bildern vor, um eigentlich die Programme zu trainieren darauf, damit das vorkommt. Lass gerne einfach stehen. Hadi Al-Khatib arbeitet seit 2011 an der Sammlung, Überprüfung und Untersuchung von Daten von BürgerInnen als Beweise, um Menschenrechtsverletzungen, die von allen Seiten im Syrienkrieg begangen wurden, aufzudecken und die Aufmerksamkeit darauf zu lenken und um sicherzustellen, dass AktivistInnen, JournalistInnen und AnwältInnen die überprüften Daten für ihre Ermittlungen und den Aufbau von Strafverfahren nutzen können. Und die Frage der Überprüfung ist eben ganz wichtig an der Stelle, dass wirklich auch geguckt wird und beziehungsweise versucht werden, Antworten zu finden auf die vier Fragen, die Petra erwähnt hat, nämlich das Wer, das Wann, das Was und das Wo, damit eben dieses Material genutzt werden kann und wirklich auch als Evidenz herangezogen werden kann. Also während Forensic Architecture einen Schritt weiter geht und wirklich aussagt und eben auch Aufträge bekommt, es zu untersuchen, bildet das Syrian Archive so eine Basis eigentlich für einen weiteren Schritt. All diese Videos sind als Open Source eben auf dieser Website da, man kann sie sich angucken, es gibt Kurzbeschreibungen und wie Hashtags, die gesetzt sind, also dass man irgendwie das Material nutzen kann, dass es eine Form von Sortierung gibt in dem Ganzen, um eben eine Plattform zu haben. Und was Hadi Al-Khatib damals erzählte, war eben, dass große Mengen an Bildmaterial aus dem Netz verschwunden sind, die eigentlich als Evidenz wichtig waren. Und daraus hat sich eben eine Plattform gebildet, mnemonic.org, die erstmal dazu dient, dieses Bildmaterial
außer Landes zu schaffen, auch wenn sich das in digitalen Kontexten total merkwürdig anhört, aber eben diesen Zugriff oder die Möglichkeit, das zu löschen, erstmal heißt von den Obrigkeiten gelöscht. Genau, genau. Und um das erstmal zu sichern, um es durchzuschauen, und Syrian Archive ist sozusagen ein Beispiel für weiteres. Und ich bin auf einen Artikel gestoßen in der Vorbereitung zu heute, wo er eben auch nochmal zitiert wurde mit Blick jetzt auf die Ukraine, wo eben sehr klar rausgedeutet wird, wie Strategien dieselben sind, die schon in Syrien eingesetzt wurden, welche Waffen eingesetzt werden, dass insbesondere auch zivile Einrichtungen oder Krankenhäuser attackiert werden, dass das eigentlich alles bekannt ist aus Syrien. Und dass eben da teilweise auch dieselben Waffen eingesetzt werden, sozusagen dieses Machine Learning, was passiert ist, schon für das Syrian Archive sehr viel schneller jetzt greifen kann für die Ukraine, und dass da jetzt eben sozusagen mit Mnemonic schon angefangen wird, all dieses Bildmaterial zu sammeln und sozusagen rauszuziehen. Genau, das war sozusagen ein kleiner Ritt durch sehr, sehr, sehr viel Bildmaterial und möglichen Umgängen eben mit diesen und ich glaube, sehr, sehr wichtigen Evidenzen, die einfach, oder auch gerade diese Frage von dem Überprüfen von Bildmaterial, was so wichtig ist, dass es nicht einfach nur irgendwo auftaucht und zirkuliert und man auch irgendwie mit dieser Überfülle einen Umgang findet, der also extrem wissenschaftlich rückgebunden ist. Sind wir wieder bei der Frage der Kontextualisierung, wo ja Petra uns auch schon sagte, diese Fotos, die man findet von Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, helfen überhaupt nichts, wenn auf der Rückseite nicht jemand mit Bleistift was hingeschrieben hat. Also die Kontextualisierung ist es natürlich hier vollkommen auf einem anderen Level. Was ich jetzt auch nochmal beim Vergleich 2011 und 2022 interessant finde, ist eben, dass wir damals eigentlich viel, viel größere Angst hatten, wie das in Zukunft sein wird mit der Glaubwürdigkeit von Bildern. Und wir dachten, naja, mit den Möglichkeiten der Fälschung werden Bilder sozusagen immer mehr verlieren an Macht bei der ganzen Evidenzfrage. Und das scheint ja gar nicht der Fall zu sein. Eben durch die Verfügbarkeit von Metadaten, durch die Softwaremöglichkeiten, Deepfakes auch aufzudecken. Man braucht eben so ein bisschen Zeit. Also das Bildmaterial ist was anderes, als es früher war. Da sind eben noch viele Ebenen drunter, die analysiert werden müssen. Man muss warten, man muss das alles in Verbindung bringen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Unterschied von 2011 zu heute. Ne? Also dass eigentlich die Beweiskraft der Bilder durchaus als gestärkt gelten kann. Natürlich nicht des einzelnen Bildes, aber im Zusammenspiel. Ne? Ja. Du warst damit jetzt soweit. Genau, also jetzt, wir waren ja vorhin auch Petra hatte das Feld die Macht der Bilder, eben Gewalt überhaupt wiederzugeben oder darzustellen, dran. Es ging auch um die Frage, die hattest du auch bei den Soldatenalben gezeigt, dass natürlich es gewisse Narrationen gibt, es gibt bestimmte Auslassungen, Leerstellen, alles zusammen ergibt eben ein Bild vom Krieg. Es ist immer die Frage, guckt man sich das Einzelbild an oder guckt man es in einem Kontext an, aber in einem Kontext können eben einzelne Bilder, die vielleicht etwas zeigen, was man gar nicht verstehen würde, als Teil einer kriegerischen Handlung, bekommen auf einmal eben auch dieses Attribut sozusagen, Gewalt zu repräsentieren. Und jetzt würde ich gerne zu Robin überleiten. Wie meine Frage an dich wäre auch, wie erlebst du das? Also ich habe jetzt, gucken wir noch mal ein paar Bilder, genau. Soll ich noch mehr zeigen? Achso, ja, okay. Denn aus deinen Bildern, wenn man sie wirklich als Reihe guckt, auf deiner Website, kann man das auch gut sehen, also aus der Ukraine von 2014, du hast nicht unbedingt Bilder, die wirklich kriegerische Handlungen zeigen, sondern Aspekte. Und wenn ich so durchklicke, dann bekomme ich einen Eindruck davon. Mhm. Also es scheint mir auch eine Entscheidung von dir zu sein, dass du nicht unbedingt wie Charles Nachtway oder so vorne dran sein willst. Also für mich ist es quasi, also erstmal
wirklich spannend, die neuen, also nicht um das nicht, aber das schon neue Sachen sozusagen auch nochmal gesehen zu haben und so. Also vielen Dank erstmal dafür, vielen Dank für die Einladung. Und ja, bei mir ist es eigentlich so, oder in meiner Arbeit versuche ich eigentlich ziemlich bewusst damit umzugehen, eben auch mit dem, mit der Deutungshoheit, mit der Interpretierbarkeit von Bildern, also auch mit der einfach so da das auszuloten, wie weit man abstrahieren kann, aber immer noch verständlich bleibt, also auch in Frage hin darauf, wie heftig, also können die Bilder sein und die Leute können es immer noch einordnen, also dass es nicht nur darum geht, so diese klassischen Schockbilder zu zeigen, sondern irgendwie nochmal eine andere, oder nicht eine andere, aber generell so eine Atmosphäre eher quasi auch zu zeigen, als nur, dass es da passiert. Also eigentlich vertrete ich da eher fast wie so eine Antithese. Also ich will eigentlich gar nichts in dem Sinne beweisen, sondern ich will eher so versuchen, über Bilder die betrachtenden Personen da reinzubekommen, das schon, also ja, mitzufühlen wäre ein zu großes Wort, aber sozusagen mit drin zu sein irgendwie so. Also jetzt nicht wie so ein IMAX 3D-Film sozusagen, dass das irgendwie ein übertrieben gesagt tolles Erlebnis ist, sondern eher so sich wirklich auf diesen zurückgeworfenen Schockmoment da drin zu sein, wie bei dem Bild, was man hier sieht nach einer Explosion oder beziehungsweise einem Raketenangriff in Kiew auf ein Shopping-Center, was quasi dann am Samstag bei strahlendem Sonnenschein quasi fotografiert ist, was hätte auch jeden treffen können oder jede treffen können. Und man ist dort alleine, man ist darauf zurückgeworfen. Und es sind halt auch die Bilder, die du angesprochen hast, aus den vergangenen Jahren, sind halt auch immer so wirklich klare Begegnungen mit Personen und weniger mit den Momenten, dass man jetzt irgendwie zeigt, genau das und das passiert da, sondern eher das sind die AkteurInnen, die dort unterwegs sind und sich damit auseinandersetzen müssen, was da gerade passiert. Und von wann ist dieses Bild? Dieses Bild ist jetzt aus dem März, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es ist so Mitte März wahrscheinlich entstanden. Mhm. Und ja, ist halt eben am Rande von Kiew, in der Nähe von diesen jetzt berühmten Orten. Die waren zu dem Zeitpunkt quasi noch unter der Besatzung, ja, sage ich jetzt mal so. Aber eben auch da schwappte das auch da raus. Also es war schon... ist das da so Richtung Flughafen? Genau, oder? Ja. Und ja, und es, also für mich war da das interessant, beziehungsweise jetzt so eine Fortführung meiner vorherigen Arbeiten quasi, die eigentlich nicht unbedingt immer konsequent so gedacht wurden, dass das irgendwann mal alles zusammenläuft, aber mittlerweile ist dieses mein eigenes Archiv, daran bin ich gerade dabei, es eigentlich wieder neu aufzuarbeiten und das von 2010 bis jetzt, und es wird auch noch weitergehen, quasi das Neue, alles wirklich neu zu kontextualisieren. Und ich glaube, bei mir ist es eben auch, oder mir ist es auch sehr wichtig, auch damit umzugehen, mit dieser Kontextualisierung. Also wie sind da die Unterschiede? Deswegen ist das Eingangsbild von der Minensuche eigentlich auch ganz interessant, weil das löst halt immer noch mal eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Bild aus, wenn man eigentlich gar nicht ganz genau, was man weiß, außer man weiß, es ist irgendwie in Donetsk in dieser und jenen Zeit entstanden. Dann ist es einfach auch noch mal sowas anderes, wie als wenn einem das Bild schon gleich erklärt, was man dort eigentlich sieht. Ja. Mhm. Und das sind so Sachen, mit denen ich versuche, irgendwie umzugehen. Also es sind halt so quasi Porträts und Landschaften, die sich halt immer dann auch genau einer Person widmen, wie Maria Oleksanow sozusagen, die an einem Ort immer noch lebt, an dem in der Nähe von Lviv. Das war auch sozusagen so ein Moment. Es war an dem Ort, wo die erste Rakete quasi im Westen eingeschlagen ist. Und das war quasi mehr oder weniger in ihrem Vorgarten. Und für sie war es auch ganz wichtig, weil ich dann natürlich quasi aufgehört habe zu, oder was heißt natürlich, aufgehört habe zu fotografieren. Aber sie meinte, es war dann so ein Prozess, dass sie zum Beispiel eher gesagt hat, man soll mich so sehen und nicht die starke Frau, sondern sie wollte eher sozusagen, das, also es war dann auch so, dass man da viel, nicht immer, aber auch darüber gesprochen hat, wie so ein Bild auch wirkt. Und deswegen ist es in meiner Arbeit oft so, dass ich relativ bewusst Porträts mache und mit den Leuten das auch bespreche. Also jetzt nicht sage so, okay, hier haben wir einen ukrainischen Soldaten, wenn der jetzt nur sagt, ich möchte der große Held auf dem Panzer sein, dann interessiert mich es vielleicht auch nicht, aber manchmal auch schon, weil es irgendwie auch dazugehört. Und nur um jetzt an dem Beispiel zu bleiben, das kommt gar nicht so oft vor, ehrlich gesagt. Also es interessiert die meisten Leute eigentlich gar nicht, dass sie wirklich doll und stark dargestellt werden wollen. Aber es ist halt eigentlich immer so, weil
ich finde es halt auch, also wir brauchen diese anderen Bilder, die so die Beweise sind, aus denen sich quasi Open Source Intelligence irgendwie speisen kann, aber auch eben in der, wie soll man sagen, in der normalen oder handelsüblichen Zeitungsfotografie brauchen, finde ich zumindest, brauchen wir diese Bilder, die auch einfach ganz klar sagen, also die ganz genau die W-Fragen beantworten, wer, was, wann, wo. Und ich sehe es eigentlich eher so, meine Arbeit in so einem in so einer nachrangig geordneten Kommentarfunktion, die eher versucht, nochmal andere Kontexte auch sichtbar zu machen und eigentlich auch ziemlich bewusst mit diesen Kontexten arbeitet. Also auch, wie verändert sich das, wenn bestimmte Bilder nebeneinander stehen und irgendwie, weiß ich jetzt gerade nicht ganz auswendig, was jetzt nächstes kommt, eben auch damit zu arbeiten, das ist quasi ein Teil einer Rakete, ein Schrapnell, was quasi in den gegenüberliegenden Sportplatz geknallt ist. Und man versteht es vielleicht gar nicht erstmal, aber es ist dann natürlich auch wichtig, wieder diese Bildunterschrift zu sehen. Und wenn man dann sieht, dass dieses fragile, aber dann doch sehr stabile Zaungerüst sich dann dieser Macht des eigentlichen auch schon wieder fragilen Schrapnells, was dann wahnsinnig scharf durch die Gegend fliegt, dann beugt, aber das sind dann so Sachen von so brutalen Kräften, die dann auch wieder auf so einer abstrakten Art und Weise für mich irgendwie interessant sind, weil ich zumindest hoffe, da so eine andere Ebene mit reinzuziehen zu können, dass Leute sich darüber hinaus und längergehend auch mit den Bildern und auch mit der Sache quasi beschäftigen und dass diese Bilder vielleicht auch dazu dienen können, dass man sich länger mit zum Beispiel dem Ukraine-Konflikt beschäftigt, als einfach nur so, oh Gott, jetzt sind sie alle tot in diesem und jenem Ort, was halt essentiell wichtig ist, dass man das weiß. Aber ich glaube, es flacht halt auch sehr schnell wieder ab, nachdem man einmal denkt, Du veröffentlichst ja in verschiedenen Publikationen, ich glaube, das eine war im Abendblatt abgedruckt, ne, sagtest du vorhin, das erste, oder? Das erste. Ja. Das heißt, die Bilder werden natürlich aus dem Kontext gerissen, aber siehst du sie, ja. Wobei sie dann natürlich untertitelt sind, aber siehst du sie auch als Narration, siehst du die auf jeden Fall für dich als Serie? Ja, also ich sehe es ganz klar als Serie. Im Abendblatt war es einfach so, dass, also ich bin jetzt kein Aktivist, aber ich sehe mich da schon eben als so eine Art von Kommunikator und das Abendblatt, ich weiß nicht woher eigentlich ganz genau, wussten auf jeden Fall, dass ich da war und wollten mit mir darüber sprechen. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja klar, und dann gab es irgendwann viel die Wahl auf dieses Bild. Und dann fand ich es aber auch quasi in Ordnung, dass wenn man das durchblättert, dass auch einfach dann so ein Bild nochmal kommt. Was dann aber auch nochmal anders ist. Also natürlich sehen wir sonst auch zerstörte Gebäude, die aber vielleicht nochmal mit einer anderen Intention quasi aufgenommen sind. Ja. Vielleicht könnte ich zum Kontrast mal kurz hinter die Kamera das ein Bild von der New York Times legen, was Petra schon erwähnt hat. Mit Triggerwarnung. Achso, jetzt hört man mich nicht, weil ich nicht am Mikro bin. Ich spreche laut mit Triggerwarnung, denn es ist eine tote Familie zu sehen. Ein bisschen weiter zu dir. Genau, da gab es also in verschiedenen Redaktionen, habe ich gehört, in verschiedenen Redaktionen gab es Diskussionen darüber, ob man solche Bilder zeigt oder nicht. Hier war eben die Fotografin der New York Times vor Ort, als in Izium, heißt die Stadt, glaube ich, relativ früh, sie eben gerade dabei war, als diese Familie ums Leben kam und hat gesagt, da war der Krieg noch relativ frisch, wir müssen dieses Bild zeigen. Also der Tweet, den ich da ausgedrückt habe, ist vom 8. März. Da war der Krieg also in der dritten Woche, da kam gerade das Bewusstsein auf von der Brutalität und Bestialität, mit der die Russen eben da vorgehen. Und die Zeitung hat sich eben entschieden, das müssen wir bringen einfach. Ja. Das ist natürlich nochmal was anderes. Ne? Total. Ja. Also hier sind auch noch... Also ich finde es da immer auch ganz klar ganz und wichtig, andere Fotos von dir. Ja. Wie es gezeigt wird und für welchen für welchen Kontext ist auch quasi, also da sind wir wieder dabei, gedacht ist. Also weil ich glaube, bei diesen Bildern, das ist natürlich bei der Art von Konflikt jetzt in Anführungsstrichen leicht, auf wessen Seite man ist, auf der Menschen, auf definitiv. Aber es ist halt irgendwie, diese Bilder werden aber auch schnell relativ propagandistisch und auch irgendwie, also sie werden nicht in dem Sinne zu fake, aber es ist halt sozusagen auch so eine Sache so, wo man relativ schnell sagen kann, jetzt geht es wirklich nur darum, hier ist Leid, was, wie schon gesagt, vollkommen berechtigt ist. Ja. Aber es muss eben auch noch andere Bilder geben, die versuchen, das irgendwie anders einzuordnen, nochmal ein anderer Stachel irgendwo oder ein Stock im Getriebe zu sein, als nur der Beweis, dass da was wirklich dramatisch, brutal
schiefläuft sozusagen. Also, und deswegen glaube ich, ist man bei den Bildern, die halt, also ich meine, ich sehe es jetzt nur gerade mal, Lindsay Adarius, natürlich selbstverständlich eine absolute Top-Journalistin und deswegen macht sie eben auch diese Bilder und die sind aber auch genau dafür gedacht, dass man sie halt in der Zeitung sieht und davon auch irgendwie wachgerüttelt wird. Genau. Es ist wahrscheinlich nicht so viel da drin, also mit meine ich auch jetzt nicht qualitativ, aber ist ja auch nie so gedacht, dass es jetzt so, wie kann man sagen, darüber hinaus geht, als dass es wirklich das zeigt, was passiert. Also ich glaube, es ist nicht so, dass versucht wird, da, keine Ahnung, wie kann man sagen, soziologische Kontexte wieder neu darzustellen, sondern wirklich Berichterstattung, einfach auf allerhöchstem Niveau. Genau, da schließen sich jetzt eigentlich zwei Themen nochmal so an. Also die Frage von, welche Gewalt zeigt man, aber auch die Frage von ikonischen Bildern natürlich. Ne? Mhm. Es gab neulich im Deutschlandfunk eine Sendung, wo genau das diskutiert wurde und Wolfgang Ulrich und Charlotte Klonk kamen zu dem Schluss, dass es heute eigentlich nicht mehr so ikonische Bilder geben kann, wegen der puren Masse. Also ich verkürze es jetzt so ein bisschen, anders als eben aus dem Vietnamkrieg, wo natürlich auch die Fotografen auf eine Art noch sehr viel näher dran sein durften, als dann später zum Beispiel im Embedded Journalism. Aber auch heute werden die Bilder ja eben eigentlich eben weniger über Zeitungen oder deren Webseiten konsumiert, sondern über die Social Media. Mhm. Und es zielt eben auf einmal die Masse und eben auch diese Art von Echtzeit-Konsumierung der Bilder, die aus dem Krieg da kommen. Ja. Also, wie kannst du aus deiner Erfahrung als Fotograf was dazu sagen, wie du das erlebst? Weil du machst ja sehr aufwendige Bilder, die auch ihre Zeit brauchen. Mhm. Und du gehst dann bei gutem Licht dahin und fotografierst also dieses eben zerbombte Haus in Kiew oder bei Kiew. Ja, also ich versuche mich eigentlich immer, also ich arbeite auf eine Art und Weise auch sehr schnell, versuche aber eigentlich dann wieder selber die Geschwindigkeit dort rauszuziehen und eben versuchen dadurch etwas Langlebigeres quasi dem Ganzen entgegenzusetzen. Also wie so eine tatsächliche Position zu beziehen, die nicht einfach nur einmal kurz sagt, okay, so stopp, so nicht, sondern eher versucht, das weiterzuentwickeln. Aber es ist natürlich einfach so, diese Bilder, also der Ukraine-Krieg, wenn man es jetzt so fotografisch diskutieren will, ist es halt eine absolute Bildmaschine. Also es ist halt sozusagen, also es wird halt, also es sind so viele Leute vor Ort, die irgendwas machen. Es gibt die ganzen Leute, also ich kenne auch genügend Freunde, die dort sind, die auch die ganze Zeit mit dem Smartphone ihren eigenen Kanal quasi betreiben. Also es ist überhaupt gar kein Mangel da. So, also das und die eigenen, die ganzen, also sowohl russische als separatistische als auch ukrainische Militärs sozusagen, alle bedienen quasi diesen riesen Moloch von Social Media. Das ist halt schon interessant, aber es ist halt eben immer, also man muss halt natürlich immer wissen, was man davon möchte. So. Also möchte man genau da mitschwimmen und einfach salopp gesagt Lindsay Adario sein, was halt ja vollkommen nachvollziehbar wäre, oder was man da eigentlich möchte. Also möchte man mit den Bildern was erreichen, also auch die eigene Erzählung, also womit ich das jetzt nicht eitel aus der Ego-Perspektive meine, sondern was möchte man diesem Ganzen eigentlich hinzufügen, sozusagen. Also wo liegt der Sinn, da zu sein? Man könnte natürlich auch immer sagen, es gibt natürlich in der Ukraine, also ich meine, es gibt da legendäre Fotohochschulen sozusagen, also da gibt es genügend Fotografinnen. So, also daran ist da kein Mangel. Da kann man jetzt nicht sagen, in der Ukraine kann niemand fotografieren, man würde sonst niemand sehen. Also das würde schon auch ohne alle funktionieren. Wie ist denn der Unterschied, was die ukrainischen Fotografen, Fotografinnen fotografieren zu jetzt deinen Blicken? Also da gibt es natürlich schon einerseits Überschneidungen, aber es ist halt auch immer so in der Fotografie, ich glaube, es unterscheidet sich in dem Sinne nicht so stark, aber es gibt halt schon den Faktor, der natürlich in Ordnung, der auch da nachvollziehbar ist, dass man halt natürlich schon ganz klar auf einer Seite steht und das vielleicht manchmal auch so bildnerisch, sage ich mal, auch gar nicht so stark hinterfragt. Also weil natürlich ist der Moment nur jetzt ganz klar, wie sozusagen der Verlauf der Ungerechtigkeit ist. Das ist ja vollkommen klar, aber es ist ja auf eine Art und Weise immer noch nicht so, dass
ist, also dass der Krieg schwarz-weiß ist, also sozusagen, also dass es nur die eine oder die andere Seite gibt. Ich habe gerade deine Website auf, sollen wir vielleicht nochmal welche zeigen von Kovic? Ach so, ja, können aber genau, also da gibt es in dem Sinne nicht große Unterschiede, aber also generell, aber ich glaube, was ist halt immer so, wenn man dann wieder auf Berichterstattung kommt, glaube ich, ist es halt wichtig, dass es einen möglichst großen Kanon an Leuten gibt, die eine Sache betrachten. Also weil sonst kommt man am Ende vielleicht wirklich dabei an, dass es quasi einen Blick darauf gibt, der sich dann so nuanciert ändert, aber schon recht ähnlich ist. Was man aber auch bei der Berichterstattung auch sagen kann, also im Allgemeinen, also so, wenn man jetzt sich die große internationale, vor allen Dingen amerikanische Presse anguckt, damit meine ich jetzt nicht sozusagen das als große Kritik, aber die Bildsprache ähnelt sich schon stark. Also wenn man da so ganz tief einsteigen will und über so Bildsprachen sprechen möchte, dann findet man schon ziemliche Ähnlichkeiten von Leuten wie James Nachtway über Lindsay Adario und wie sie alle heißen sozusagen. Das sind schon ähnliche Bildmuster, was halt auch immer wieder interessant ist, wenn man sich dafür interessiert, so versucht, auch diese Dinge wieder zu durchbrechen. Mhm. Was halt eben so der gängige Stil in dem Sinne ist ja, dieses Dabeisein, dieses Miterleben, dieses Ungeschönte, dieses Pure, dieses Harte, dieses... Nah dran sein. Genau, dieses, vor allen Dingen nah dran sein, was ja auch einfach bisher schon gefühlt neuen Leuten quasi das Leben gekostet hat. Dieses nah dran sein von Fotografinnen und... neuen Leuten, neuen Fotografen jetzt. Ja, genau. Aber dieses, das finde ich, oder so eine Frage, die mir gerade kam, auch mit sozusagen, jeder hat sein Handy da und diese Frage der Unterscheidung oder ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, der professionellen Distanz oder des, ich fahre jetzt hin, weil das gerade passiert und fahre danach auch wieder weg. Total. Dass das ja vielleicht auch schon ein... also ganz bestimmt sogar einen Unterschied macht. Also bin ich sozusagen im geschult, vermutlich auch in deinem Sinne, oder bin ich betroffen? Und das ist gerade irgendwie der Schockmoment, was ich vielleicht auch einfach nur durch so ein Draufhalten verarbeite. Ja, also was ja schon auch was anderes macht, vielleicht mit den Bildern oder wo. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind alle extreme Profis im Bilderstagen mittlerweile. Das ist, glaube ich, auch ein sehr großer Unterschied zu vor 10 Jahren zum Beispiel. Aber auch, wie bewusst mache ich vielleicht dieses Foto oder nicht? Das genau. Ja. Und du fährst überhaupt nicht im Auftrag von einer... nee, das war jetzt sozusagen einfach als Fortführung dieses Projekts, dass mich damit weiter zu... Also man muss auch dazu sagen, es ist alles in Prozess. Also es ist sozusagen noch nicht so, dass jetzt irgendwas in Stein gemeißelt ist. Also es ist jetzt einfach nur so, dass ich einfach natürlich gerne darüber was sage und auch was zeige. Aber die Arbeit ist in dem Sinne noch nicht fertig. Ja. Also es ist auch so gedacht, dass ich das noch in alle möglichen Richtungen quasi entwickeln kann. Und Sie mir war aufgefallen, dass die Maidan-Fotos ganz schön hart sind. Also ist das so eine Art... Die sehen wir hier gerade. Ah ja, gut. Also von 2014, um es kontextualisieren. Ja, war das nach den Anfangsjahren 2010 bis 2014 erstmal wirklich so eine absolute, realer, heftiger Einbruch an Gewalt auch? Ja. Ich finde, die vermitteln eine ganz andere Gewalt letztlich schon, Härte auch. Also es war auch einfach, ich bin ja in dem Sinne weder Experte noch Ukrainer, aber habe mich natürlich schon sehr stark damit beschäftigt, aber es war halt, nachdem es quasi 2010 bis 2013 in meiner Wahrnehmung eben ein Land, was schon einfach merklich zwischen Ost und West hin und her gerissen war, aber das alles so... in leisen Konflikten, also man hat es so im Gespräch mit Leuten mitbekommen, aber man hatte jetzt nicht so groß das Gefühl, okay, die bereiten sich jetzt hier alle auf irgendwas vor. Aber dann kam eben diese Maidan-Sache, die sich ja auch quasi über Monate entwickelt hat. Und am Anfang hat es mich auch einfach in dem Sinne interessiert, weil es gefühlt vorher fast nie Demonstrationen oder irgendwas in der Ukraine gab, also die ich wirklich mitbekommen habe und größere. Habe ich gedacht, okay, das finde ich interessant, da findet jetzt so ein Aufbäumen statt. Das war das immer, wovon Freunde von mir gesagt haben, dass man das eigentlich mal machen müsste in der Ukraine. Und dann passierte das und dann gab es eben auch diese Tage im Februar,
wo das Ganze dann halt wirklich eskalierte. Also wo die Polizei, aber auch die Demonstrierenden da schon zu anderen Mitteln einfach gegriffen haben. Und das war halt eben schon auch ein harter Einschlag, weil eben am, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob das, also es war glaube ich auch der, nee, was heißt auch, das war glaube ich der 21. Februar eben, wo es diese große Schießerei gab und eben ungefähr 100 Leute dann eben da auch gestorben sind. Und das war halt schon einfach, also auch für mich persönlich, das hatte ich halt vorher auch noch, ich hatte nicht damit gerechnet und ich hatte auch nicht das vor und ich hatte mir das selbstverständlich auch nicht gewünscht, aber es war halt eben da. Genauso wie das, was du gerade gesagt hast, da war ich eigentlich auch nicht drauf geschult. Jetzt ist es so ein bisschen Erfahrung über die Jahre, aber da war es eben auch so, dass man gedacht hat, okay, was passiert jetzt hier eigentlich? Und am Anfang hat man das auch gar nicht so richtig gecheckt, dass das irgendwie einfach jetzt auch wirklich so doll wird, bis das dann halt einfach ein bisschen im Laufen war. Und ja, aber das war halt eben auch so eine Reaktion auf dem, in dem Sinne darauf. Mhm. Also ich glaube so generell in meiner Form von Fotografie ist es halt schon so, dass ich versuche, wenn mich eine bestimmte Sache interessiert, so einen generellen Möglichkeitsraum oder Eventualitätsraum quasi einzugrenzen, aber dann ist halt schon auch viel auf eine Art und Weise quasi gestalterisch reagieren. Oder also so, also in der Form des Bildermachens. Also das ist halt schon oft eine bewusste Entscheidung für einen Ort oder Situation oder gibt, aber dann ist es halt schon auch viel mit dem, was macht man jetzt und wie entscheidet man sich. Also einfach so, also Fotografie ist ja generell viel einfach Entscheidungen treffen. So. Klar, der Ausschnitt. Ja. Ja. Aber du hast dort eben auch Leute, also du bist dann gezielt wieder hingefahren dieses Jahr als losging. Genau. Ja. Mhm. Genau, das war halt eben, ja. Vielleicht kann man noch welche sehen. Ja. Also genau, und habe halt eben aber auch aus so einem Moment, als ich in Lviv angekommen war, das ist eine Stadt im Westen, war es halt, bin ich abends angekommen und in den Medien war es halt quasi immer so der große Geflüchtetenstrom Richtung Westen. Mhm. Und es war halt eben abends kurz vor Curfew. Mhm. Und da war natürlich keiner. Aber es war halt irgendwie so dieses merkwürdige Gefühl, weil es gab einen Zug, der noch wieder zurück nach Kiew gefahren ist. Und der ist dann quasi leer wieder abgefahren. Und das war das Bild, wo ich so reingekommen bin. Und das war aber auch sowas, was mich dann quasi weiter so durchgezogen hat und irgendwie auch interessiert hat. Also quasi die Leute oder das Menschliche, sagen wir es mal auf eine Art und Weise, verlässt irgendwie diese Region und man ist da irgendwie auf eine Art und Weise so alleine. Und das war dann eben auch so eine Sache, wo ich dann bewusst danach gesucht habe. Also ich arbeite auch immer generell mit relativ wenig Bildern. Also in diesen 3 Wochen sind jetzt quasi 7 Fotografien eigentlich, also sind natürlich mehr entstanden, aber die für mich am Ende dann so eine bestimmte Beständigkeit erstmal haben. Wie gesagt, das ist halt noch im Prozess. Aber da waren es eben auch so Orte, wie wo ich auf den Zoodirektor von Mykolaiv getroffen bin, Sergej Topic, der mir dann quasi davon erzählt hat, dass am Abend vorher sein Zoo auch von Raketen getroffen wurde. Und der hat halt, wie man jetzt auf dem Bild sieht, ein eigenes kleines Museum in seinem Zoo. Und diese Rakete ist halt in das Gebäude eingeschlagen und er hat dann selber diese Rakete jetzt schon in sein eigenes Museum gelegt, weil das eben für ihn wichtig war, dass das halt so ein Teil dessen wird, weil sie werden ja am Ende gewinnen. Jetzt sieht es gerade unglücklicherweise gar nicht so gut für Mykolaiv aus. Also das ist schon hart umkämpft auf eine Art und Weise. Aber das waren eben auch so Momente, wo ich versucht habe, auch so eine Zeitlichkeit wieder in die Fotografie zu bringen. Also wann ist das eigentlich? Ist das jetzt so? Wir hatten im Vorgespräch auch viel so über Aftermath und Postwar und das ist aber auch sowas, was ich versuche auch immer mitzudenken, also immer so das davor und danach, also wie geht das eigentlich ineinander und versuche das quasi in so einem Bild dann einlaufen zu lassen. Und da, das ist auch noch in der Nähe von Mykolaiv, habe ich eben auch mich mit Soldatinnen bewegt, die quasi dort an der Stadtgrenze patrouillierten. Und habe eben aber auch da wieder nach so Vereinzelungsmomenten, also so der Mensch gegen etwas Großes, Übermächtiges quasi in der Zerstörung gesucht und eben dann unter anderem dieses Bild dafür gefunden, was diesen Punkt wieder unterlegt. Ja. Genau. Genau, das ist dieser angesprochene Zug, der so eben eins der ersten Bilder war, weil da war eben einfach keiner mehr. Und man hatte wirklich das Gefühl nicht, also es war jetzt nicht das Gefühl, oh, ich bin zu spät, sondern es war wirklich so, wow, das ist wirklich wie ausgestorben hier. Mhm. Und das hat sich dann eben so durchgezogen, weil natürlich bei diesen ganzen Luftangriffen und was es da halt einfach gab, da ist halt auch einfach kaum jemand auf der Straße und eben diese Atmosphäre hat mich dann auch interessiert. Aber es hat halt eben auch damit
zu tun, dass man natürlich bewusst dahin geht und dann auch danach suchen kann und sich nicht diesem ausgesetzt wäre. Wenn das in Hamburg passieren würde, würde ich wahrscheinlich auch erstmal 3 Wochen nicht rausgehen, weil ich nicht wissen würde, was ich tun soll. Aber in einem anderen Moment ist man natürlich nicht, klar, nicht unsterblich, aber man kommt mit einer anderen Idee dahin und kannte dann, also oder, ja, nicht kannte, also war sich halt dessen bewusst. Du hast vorhin auch fast das Wort Nachträglichkeit oder so ein bisschen auf jeden Fall so ein Zeitversetztes, was jetzt auch anklingt, weil das natürlich wie so ein Gegenschuss ja auch fast ist zu den Bildern, die, glaube ich, eher über soziale Medien liefen, von eben diesen überfüllten Bahnsteigen. Ich hatte eher einfach so, genau durch diesen Moment war das für mich einfach so, dass ich auch einfach gedacht, okay, wie würde ich mich eigentlich selber fühlen? Und ich würde mich, glaube ich, eigentlich ziemlich verloren und einsam fühlen, auch wenn die Leute alle um mich herum wären, weil es sind ja jetzt nicht auf einmal alles meine Freunde, nur weil das irgendwie dann auch UkrainerInnen sind. Das ist ja dann schon so, man ist alleine. Mhm. Wie wird denn das, wenn ich jetzt dann nach Krakau komme? Kenne ich jetzt auch keinen. Also was passiert dann? Und eben dieses Gefühl von allein und auf der Flucht und wie schlage ich mich da durch? Und das waren eben so Sachen, die ich da versucht habe, nachzuspüren. Genau, so. Ja, genau. Also mich würde mal interessieren, Petra hat das ja vorhin auch so geframed oder ich versuche mich da nochmal ranzutasten. Also was sind denn eigentlich Bilder vom Krieg? Also es sind ja eben Bilder, die auf ganz viele Weisen eben sich sehr unterscheiden von anderen Fotografien, weil sie eben einen Zipfel zeigen von den Abgründen, die sonst im kollektiven Zusammensein nicht vorkommen, ausgeblendet werden, vergessen werden, verdrängt und so weiter, aber bei denen es dann auch darum geht, sie auszuwerten, sie festzuhalten, Beweise zu führen. Jetzt nochmal ganz naiv gefragt an dich als Fotograf, der da hinfährt, also switchst du um, also gibt es einen anderen Modus, dann, wenn du fotografierst, als wenn du woanders bist, also hast du sozusagen diesen ganzen Kosmos dann im Hinterkopf, weil, also das ist ja so ein bisschen der Frame von uns, also jetzt sieht man auch dieses etwas humoristisch aussehende Bild zwischen euch, Schweine und Weltall. So haben wir 2011 diesen Aspekt genannt, um Abgründe, haben wir es genannt, also wirklich Abgründe von Bildwelten, die sonst immer nicht vorkommen, also die auch bei uns sonst nicht vorkamen in der restlichen Veranstaltung. Und wir haben uns immer versucht, so ein bisschen ranzutasten, was das eigentlich jetzt bedeutet, also als Genre oder als Modus so. Also ich habe das in dem Sinne schon im Hinterkopf, ich versuche das auch in dem Sinne auszuloten. Also ich war auch in Situationen, wo ich hätte auch Schockbilder machen können oder habe sie vielleicht auch gemacht, habe mich aber bewusst dagegen entschieden, sie quasi in dem Sinne dann für diesen Kontext jetzt quasi zu benutzen, weil ich mir irgendwie gedacht habe, das ist in dem Sinne eher, diese Bilder sind eher so gedacht, was du auch gerade gesagt hast, das ist so ein bisschen konträr zu dem, was man kennt, weil man eben, also das mitzudenken, dass man diese anderen Bilder auch kennt, also mit dem Bildgedächtnis auch zu spielen, weil manchmal ist es auch interessant, dass bei dem ersten Foto, was wir gesehen haben von dieser Shopping Mall, da war jetzt so, als ich das Bekannten gezeigt habe, da war es immer so, warum ist da jetzt kein Mensch drauf? Also es war so fast wie so eine Enttäuschung. Und das war aber auch ein interessanter Moment, weil es aber auch wieder was auslöst, also weil es halt irgendwie wieder so ein anderes Ding, also das ist, glaube ich, das, was ich meinte mit ohne jetzt auf Lindsay Adario rumzureiten, das ist dann so, auf einmal, das ist so das, wie wir uns quasi den Krieg vorstellen in der Ukraine. Es ist aber auch oft genug so, dass man da auch einfach als normale Person auch einfach alleine vor seinem Haus steht und den Luftalarm hört und alle Freunde sind schon weg und man ist einfach alleine auf der Straße. Und das gibt es eben auch. Das interessiert vielleicht manchmal die Leute nichts, aber viel stärkerer psychologischer Moment oder sowas, also den man, ich zumindest dann versuche in so einem Bild, soweit es denn geht. Aber das ist auch so das, was mich interessiert, irgendwie einzufangen. Aber ist nicht auch dieses, ich finde diese Frage, was ist dieses Bild vom Krieg, finde ich so fast, mir scheint es wie unbeantwortbar eigentlich. Ja. Also was sind vielleicht die Bilder vom Krieg, die man sehen möchte oder die man zeigen möchte, zeigen muss auch irgendwie. Aber gerade wenn es dann auch zu den Handyshots kommt, ist es natürlich auch ganz viel Alltag, der natürlich auf den Kopf gestellt wurde, komplett, aber wo sich, glaube ich, auch das sehr verändert hat, was es alles an Bildmaterial vom Krieg gibt. Weil,
Also es ist auch zwischendurch hat man das Gefühl, wenn man Leuten folgt, so heute war ein relativ normaler Tag, also ausnahmsweise, und man möchte sich wie selbst nicht glauben eigentlich, dass es so ist. Und es hat wieder ein Café geöffnet in Kiew oder also die Sachen, die einem so ganz, ach so, das geht da jetzt wieder oder das, was ist möglich, wie ist denn das Leben eigentlich gerade, weil man so medial gesteuert wird. Und ich glaube, das ist sicher eine Frage, die gestellt ist aus der Perspektive des Nicht-im-Krieg-Seins. Ne? Mhm. Deshalb habe ich nur versucht, diesen Rand so ein bisschen abzutasten. Also wir haben auch über einige Aspekte jetzt gar nicht gesprochen, die natürlich auch bei den Bildern eine Rolle spielen, die Petra gezeigt hat, nämlich für welche Seite wird fotografiert oder wie ist das überhaupt? Also die Bilder, die du untersucht hast, waren ja im Wesentlichen von deutschen Soldaten, die teilweise auch Teil der Propaganda waren, wie du in dem Vortrag 2011 rausgestellt hast. Hier haben wir jetzt natürlich Bilder der Ukrainer viel in den sozialen Medien. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber über dem Ganzen sozusagen schwebt natürlich die Frage, was ist das überhaupt? Was ist denn jetzt Fotografie aus dem Krieg? Und da haben wir festgestellt, das sind eben auch die Bilder, auf denen man jetzt so Alltag sieht, wie zum Beispiel, ah ja, das Café hat wieder geöffnet, auch, weil das sagt ja was aus über das. Also es ist ja schon eine ziemlich große Diskrepanz erstmal vom Start her. Also wenn Robin da jetzt sozusagen auf eigene Faust und eigene Rechnung und eigenes Interesse in ein solches kriegsführendes Land fährt oder überfallenes nicht Land fährt und da Bilder macht und dann auch wieder nach 3 Wochen nach Hause fährt. Oder eben ob, und das ist, er ist ein professioneller Fotograf, er hat es gelernt, er hat kann Technik und Bilder und alles. Oder eben diese unendlich vielen Albenfotos dieser Wehrmachtssoldaten, die eigentlich außer ihrer Aquabox oder im besten Falle eine Vogtländer, also wenn es hochkam, in der Hand hatten. Und aber eben voller Begeisterung und quasi auf Anweisung von Goebbels die Propagandakompanien unterstützt haben, indem sie eben auch fotografiert haben und auch Bilder vom Krieg gemacht haben. Mhm. Das heißt, es ist ein komplett anderer Zugang. Also erstmal private oder Amateurfotografie versus professionelle Fotografie von Bildjournalisten, die rausgehen und dann aber auch wieder zurückgehen oder eben den Soldaten, die da möglicherweise 6 Jahre im Zweiten Weltkrieg an den Fronten waren und einfach aus Interesse und fast auch mit diesem offiziellen, sehr ideologischen Auftrag fotografiert haben und dennoch natürlich ihre ganz eigenen Fotos auch gemacht haben, die sich dann schon auch oft unterschieden von den durch die PK angelernten Formen des Fotografierens. Und eben auch in der Verwertung. Ich meine, diese ganzen Alben sind Jahrzehnte in irgendwelchen Schränken, Dachböden geschlummert und wurden selten hervorgeholt oder eigentlich nie. Ein paar Mal vielleicht von Leuten, die es ihren Kindern zeigen wollten oder mit ihren Kameraden sich, die alten Kameraden sich das ausgetauscht haben. Aber ansonsten war das ja verschwiegen und weggesteckt. Und hier ist es was ganz anderes. Jeder kann gar nicht so schnell sein Handy-Foto in die Social Media packen. Kaum kann man ja kaum hinterher gucken, so schnell. Und in einer Wahnsinnsmasse. Eben. Und das ist der große Unterschied zwischen analog und auch digital heute. Ja, also mich würde noch mal interessieren, ob man irgendwas davon übertragen kann. Also ich erinnere mich bei den Alben, das war eben auch zu der Zeit vor 11 Jahren gerade besonders im Schwange, weil eben die Leute auch gestorben sind, weil die Alben irgendwie auf dem Markt gelandet sind. Die haben dann so ganz schnell im Preis gestiegen, hast du uns auch erzählt, also sehr begehrte Ware auf verschiedensten Seiten. Und die Alben waren ja eben der Ort, wo, ich glaube, du hast gesagt, wo die Leute auch, also die Soldaten selber ihre Geschichten für sich so ein bisschen aufgearbeitet haben, indem sie das reinsortiert haben. Ne? Mhm. Und dann Konstruktion haben, von ihrem Kriegserleben, ihre Erinnerung. Sie haben ihr Bild vom Krieg gemacht. Ja. Das heißt, das ist so eine bestimmte Aufarbeitungsmöglichkeit. Dann sind die
Bilder oft rausgerissen worden, hast du erzählt. Es sind also Leerstellen entstanden. Also das war dann wiederum für dich als Forscherin interessant. Aber dieses im Album was sortieren, das Album schließen können, wieder aufmachen. Mhm. Oh, es ist irgendwo das Album, aber man muss es nicht angucken. Ist das, Habe ich das richtig verstanden, dass es sozusagen eine Mischung aus eigenen Fotos und diesen bestellten Fotos war sozusagen? Ja, genau, ganz oft. Also es gibt ganz selten die reinen. Die möchten meine Fotos lesen oder ergänzen oder welche. Ja. Man wird dann ja nochmal über das eigene Fotografieren wie so zum Storyteller auch so ein bisschen durch. Ja. Also es gibt ganz selten nur reine. Also ich kenne zwei von diesen ehemaligen Soldaten, die ihr Album komplett nur mit ihren eigenen Fotos gefüllt haben. Das sind Amateurfotografen gewesen, die selber in der Dunkelkammer abgezogen haben und dann eben ein großes, meistens auch großformatige Alben gemacht haben. Unterschiedliche Größen in den Abzügen gewählt haben, je nachdem, was ihnen wichtig war. Und dann sind eben Bilder verschwunden, also auch rausgerissen worden von Hinterbliebenen, weil die zu brutal waren. Das heißt, an diesem Bild wurde gearbeitet. Und ich versuche jetzt mal irgendwie so einen Link zu finden zu dem Thema, das den Titel gegeben hat, zu der Veranstaltung heute, Triggerwarnung, also der Umgang mit diesen Bildern, wann man es nicht erträgt. Also mein Eindruck, oder vor 11 Jahren gab es diesen Begriff, glaube ich, nicht, Triggerwarnung, zumindest kam er uns nicht unter. Nee, ich wüsste es auch nicht. Du hast auch von Erfahrungen erzählt, von dir als Forscherin, die mit Bildmaterial arbeitet, dass du auf einmal konfrontiert bist damit, Bilder nicht mehr so zeigen zu können wie früher. Ja, ja. Also ich kann sie vielleicht schon zeigen, aber mit ausdrücklicher Triggerwarnung vorher. Das ist mir während eines Symposiums gesagt worden, richtig vorgeworfen worden, dass ich es eben nicht gemacht habe. Weil ich ein Foto von einem schwarzen Kolonialsoldaten, einem Toten, dessen Gesicht man sah, auf diesem Foto, ein Albenfoto, gezeigt habe, um zu diskutieren, wie gehe ich mit so einem Foto um in einer Ausstellung, in einem Buch, wenn die Fotos digitalisiert werden und da kommen die ganzen Postcolonial Studies mit rein, bei den unendlichen Vielzahl von Digitalisierungen der ganzen Archive jetzt. Mhm. Und da gibt es das Heft jetzt dazu von der Fotogeschichte, die genau das sich, können wir das mal reinholen? Also wo es wirklich sehr, woraus das Beispiel auch ist mit den geweißten Blättern aus einem Artikel. Ja. Das ist schon eine wirklich unglaublich wichtige Frage geworden bei den ganzen Ethnologen, wie die mit den Gegenständen umgehen, also vom Raub zurückgeben sowieso, aber eben auch in dem Abbilden, in dem Wiederzeigen, in dem Aufarbeiten. Und wie gesagt, man kann die Bilder dann auch begraben, laut einem Autor. Aber in jedem Fall, glaube ich, muss man sich ganz energisch, wenn man mit diesen Fotos umgeht, aber eben auch mit Gewaltfotos aus dem Krieg, mit diesen Triggerwarnungen umgehen. Denn das waren wesentlich jüngere Historikerinnen, die sich da vehement gewehrt haben, ein solches Bild von diesem toten Kolonialsoldat mit Gesicht sich ansehen zu müssen. Das sind natürlich nochmal zwei Aspekte. Ne? Das eine ist ja der Respekt vor den Dargestellten, also wo sich wirklich was geändert hat, wo man einfach, also was ja auch den veränderten Umgang in ethnologischen Museen mit den, mit den Objekten zeigt. Und das andere ist dann natürlich der Schutz der BetrachterInnen. Und das finde ich auch einen interessanten Punkt. Also es sind ja eigentlich zwei Themen, denke ich mal. Und wir selber haben festgestellt, dass wir Bilder, die wir damals im Rahmen deines Vortrags gezeigt hatten in der Friese, jetzt gar nicht mehr angucken mögen. Ne? Also die eben damals so als entlarvend, erhellend über die Brutalität des US-Militärs in Irak zum Beispiel uns alle gesagt haben, ja, hier, da siehst du doch. Und das war Beweismaterial, das waren damals also die die Bilder, die in den CIA-Foltergefängnissen von Abu Ghraib und so entstanden sind. Und wir haben die jetzt nochmal angeguckt. Wir haben die damals also tatsächlich gezeigt. Ne? Und wir haben damals eigentlich auf die Täter geguckt, glaube ich. Und jetzt haben wir einen Blick für die Opfer mitentwickelt und halten das gar nicht mehr aus.
Ich weiß es nicht genau. Also ich stelle die Frage mal an euch. Ich habe bei mir selber das Gefühl, dass ich Bilder anders angucke jetzt als damals. Ja, also ich denke, ich halte es nach wie vor mit Didi Übermann. Ich würde mich lieber solchen Fotos vorsichtig und adäquat annähern, ohne sie zu vereinnahmen. Aber ich finde, man kann es nicht negieren. Mhm. Also ich meine, in diesem Artikel mit den geweißten Blättern, es wird sehr genau beschrieben, was auf den Blättern ist, von dem Historiker oder Ethnologen. Aber dennoch, dann sind wir eigentlich in unserer eigenen Vorstellung gefangen, was wir uns vom Text her für ein Bild machen und haben eben nicht das Bild. Und Schrift ist definitiv ein anderer Stoff als Bild, wirkt anders. Und da komme ich immer wieder auf Thomas Bernhard zurück mit seinem Buch Die Auslöschung, wo es um ein Foto geht und dass er sagt eben, dass es eben nicht gezeigt werden soll, das verschwinden soll, das weg soll. Und aber natürlich in dem Moment, wo es weg ist, also genau wie bei diesen rausgerissenen Albenfotos, dann fängt natürlich überhaupt erstmal die Fantasie an zu kurbeln und man stellt sich, was weiß ich, alles vor. Genau, also wenn das Objekt einmal in der Welt ist, dann kann das auch nicht gelöscht werden. Ja, aber es ist nicht die Frage der, also ich finde das Wort Vorsicht und Vermittlung und Heranführung, also dieser Rahmen, der gesetzt wird. Ich habe es nämlich ganz am Anfang von deiner Präsentation, dachte ich das nämlich in den Talkshows mit den extrem hochgezogenen, großen Körpern, die daneben, wo ich denke so, das finde ich mehr als grenzwertig. Und ich weiß noch damals ich weiß gar nicht, wann es war, aber die Diskussion darum, als das Tagesschau-Studio umgebaut wurde und auf einmal diese Bilder nicht mehr klein neben Runden, den ModeratorInnen waren, sondern in dieser Welt stehen und dieses Immersive eigentlich hat, was ja was ganz, was ganz anderes macht. Ja. Irgendwie wie, wir sind live im Geschehen. Also, oder zumindest auf eine Art. Und Das sind, glaube ich, so Sachen, wo man, wie groß zeige ich vielleicht jetzt auch welche Darstellung? Oder mache ich eben darin einen Unterschied, welche Bilder ich wirklich groß zeige und welche ich auch auf eine intime Art zeige? In dem alten Fotoformat, also man muss das nicht hochziehen. Und das genau fand ich eben, deshalb habe ich es auch gezeigt. Mich das wirklich geschmissen hat bei der So wie fehlten Talkshow oder so. Und ich gucke sonst nicht sowas, aber das wollte ich sehen. Also wie das benutzt wird. Mhm. Wie werden die Fotos eingesetzt? Welche Fotos nehmen sie als Hintergründe? Mhm. Und in welchen Farben? Wie wird wie das groß hochgefahren? Wie lang? Ja. Wechseln die zwischendurch? Ne? Und so weiter. Also diese ganzen Punkte, die waren mir eigentlich medientechnisch dabei wichtig. Wie wirkt es auf uns, wie sie das dort inszenieren? Und würdest du sagen, das ist neu, die Inszenierung? Ja, schon. Ja. In dieser Form, also in dieser Farbigkeit, in dieser Direktheit, in diesem Wechsel, also das hat schon eine neue Form. Und das ist auch nochmal was anderes als ein Handyfoto oder was man so in Social Media auf seinem Tablet oder sowas anguckt. Ne? Das kriegt ein ganz anderes Format. Ja, das sind tatsächlich neue Studiowelten. Und das andere sind natürlich die Welten, die man jetzt über Twitter oder sowas reingespült kriegt, jeder für sich, wo man sich seine Listen anlegt. Also ich habe auch so eine Ukraine-Liste extra, dann kann ich wechseln zwischen der normalen Twitter-Ansicht und den, die ich nur zum Thema Ukraine-Krieg sehen möchte. Und dann mache ich auch so Doomscrolling. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, also dann einfach nicht aufhören zu können, wenn gerade was passiert ist, weil ich es dann wissen will. Und das ist eben auch so eine Form der eine Technik, Bilder schnell auch beiseite schieben zu können, wenn man es nicht sehen will. Mhm. Aber trotzdem bist du ja dran. Also du hast so eine Art Echtzeit-Erlebnis dann dabei. Ja. Weil das sind eben Dinge, die oft dann auf Twitter sind, Stunden bevor sie in der Tagesschau sind. Oder? Ja. Ah, ja, ja. Ja, genau.
Okay. Wo man nochmal eigene Filter sozusagen für sich selber einrichten muss und sagen muss, nee, also dem glaube ich nicht oder das schon oder aha. Dann gibt es ja inzwischen eben auf Twitter auch Triggerwarnungen. Also dass du nochmal wo draufklickst. Das hatten wir auch als Bild bei den verschickten Einladungen dabei. Stimmt. Also es bilden sich sozusagen nochmal neue Vorstufen heraus. Macht ihr das auch? Ja, oder auch bewusst Tage, ohne, wo man es nicht aufruft. Also ja, weil man es einfach nicht erträgt. Und ja. Ich dachte, wie geht es den Zahn raus? Aber wie gehst du mit diesen ganzen neuen Medien um? Nutzt du die oder? Ja, also vor allem also für die Arbeit quasi generell, also ich arbeite ja in dem Sinne gar nicht journalistisch im klassischen Sinne sozusagen oder überhaupt, aber sowas wie Twitter, aber auch so diese ganzen Open-Source-Sachen, also da gibt es ja auch genügend Leute, die all diese, also neben Forensic Architecture und so weiter, die das alles zur Verfügung stellen. Es gibt so Live-Awareness-Maps, also auch gerade in der Ukraine, wo man so per App sieht, wo gerade von wo irgendwo welche, wie sagt man dann auf Deutsch, Aktionen klingt jetzt so, also sozusagen, wo irgendwelche Situationen passieren, wie Angriffe oder neue Panzerstellungen oder was weiß ich, all diesen ganzen Kram kann man dann schon sehen. Man muss natürlich immer gucken und irgendwie versuchen zu lernen und abschätzen zu können, wie man das Ganze einschätzt, aber so, quasi nur jetzt so an dem, die Situation genau, nur an dem Beispiel zu bleiben, gibt es schon ziemlich viele Sachen, die neben, also die halt eben so Open Source sind, aber auch eine Social Media Komponente haben, wo dann wiederum Leute aus Social Media auf diese Dinge verweisen und das Ganze versuchen, wie so ein Vorsortierer, das alles schon mal da einzuordnen, wo man aber auch manchmal dann auch nicht weiß, was eigentlich genau dahinter steckt. Also man muss es halt so, wie du gesagt hast, auch immer wieder so neu abwägen. So, glaube ich dem jetzt, wie ist das geschrieben, wer hat das geschrieben, woher kommt das? Und da sind halt natürlich gerade Ukraine, Telegram, Twitter, alles sozusagen, also das, vor allen Dingen als ich da war, war das so der Hauptquell der Information, einfach nur um zu wissen, was eigentlich wirklich gerade passiert. Also nicht, dass man, dass das jetzt so also es war schon auf eine Art und Weise gefährlich, aber nicht die ganze Zeit sozusagen akut davon bedroht, aber einfach um sich so einen Überblick zu verschaffen. Weil man konnte ja auch nicht an jeder Straßenecke irgendwie immer jemanden fragen, ja, wie sieht es denn jetzt hier aus? Also sozusagen, weil es dann gar keinen gab oder weil man sich nicht verstanden hat. Und dafür war dieses ganze Internet, Social Media, App, Open Source Ding schon wahnsinnig gut einfach. Also weil es da eben auch so gut funktioniert. In anderen Regionen funktioniert das halt nicht. Also da gibt es das dann auch wieder nicht. Ist auch interessant, dass das in der Ukraine so gut funktioniert. Also in anderen Regionen? Also in denen ich, in denen ich persönlich zum Beispiel schon gearbeitet habe, aber das ist dann auch wieder schon 2 Jahre her oder so. Vielleicht ist es auch einfach es ist wahrscheinlich die technologische Entwicklung, aber es funktioniert einfach wahnsinnig gut. Ja, wirklich über Twitter kann man ein gutes Bild bekommen. Ja, also ist schon, Hier kam eine Frage, die ich vorhin weggescrollt hatte aus Versehen, die, glaube ich, an Robin gerichtet ist. Also der Unterschied von Dokumentarfoto und künstlerischer Fotografie. Es ist jetzt nicht ganz genau präzisiert, die Frage, wie hebt der künstlerische Blick sich da ab, beziehungsweise was kann er noch beitragen? Ah ja, okay, genau. Hast du vielleicht schon so ungefähr beantwortet, aber vielleicht nochmal. Jetzt nochmal der große Wurf. Nein. Genau. Ich würde halt einfach so sagen, einfach aus der eigenen Perspektive ist es der Versuch, quasi etwas Langlebigeres zu schaffen, aber nicht im Sinne irgendeiner Marktlogik oder so, sondern einfach nur Bilder zu machen von einer Sache, die einem interessieren, die, mit der man sich auseinandersetzen will, die auch eine Zeit überstehen einerseits und andererseits ist es aber auch einfach so, dem Ganzen also speist es sich daraus, sich dieser Sache einerseits anzunehmen, sich damit auseinanderzusetzen und aber auch wirklich eine Form von Aussage zu treffen, aber auch wirklich das bildnerisch zu denken. Also dass es nicht nur um den Beweis, um die Information geht, all das
ist dem quasi eingeschrieben, aber es geht aber auch wenn es irgendwie eine schlimme, schreckliche Sache ist, aber auch irgendwie dem Ganzen eine Form von Bild zu geben, was wo es mir persönlich aber auch darum geht, immer auch auszuloten, wo da quasi die Grenzen sind, aber auch ins andere Extrem, dass man am Ende irgendwann gar nichts mehr sieht, aber es trotzdem irgendwie darum geht. Und aber auch manchmal in die andere Richtung, wo es dann vielleicht auch manchmal grenzwertig wird, ob man die Person in der und jenen Situation zeigen kann oder nicht. Also so, und das ist, glaube ich, so, ja, weil ich glaube, also professionelle Fotografie oder wie auch immer man das sagen will, oder Fotografie generell ist ja immer ein gestalteter Moment auf eine Art und Weise. Aber ich glaube, die Intentionen unterscheiden sich einfach. Also das ist halt einmal die pure Information, der Beweis und dann eben das, was ich gesagt habe, ist, wer ist für mich. Gibt es die... Nee, genau, aber die... Fotografie nein. Noch? Also ja. Diese Idee davon, die ja schon ein paar Jahre alt ist, ob die sozusagen so noch haltbar ist, ist, glaube ich, auch eine Frage. Ja. Oder ob es eben die Dokumentarfotografien vielleicht auch mehr sind. Ich glaube, dass in unseren Kreisen das auf jeden Fall deutlich vielschichtiger ist. Aber ich glaube, wenn man jetzt in der Ukraine unterwegs ist, dann gibt es, glaube ich, die klassische Fotografie quasi immer noch, würde ich sagen. Also das, glaube ich, merkt man schon an so der Berichterstattung und wie da die Bildmuster funktionieren. Ich glaube, generell jetzt weitergedacht, definitiv so. Also natürlich ist die Frage auch nicht so einfach zu beantworten. Aber ja. Ich habe noch eine kleine Frage zum letzten Foto. Okay. Ja. Es ist schwarz-weiß. Ja, also... Wann setzt du schwarz-weiß ein? Das ist sozusagen generell auch, also quasi, weil es ein Ausschnitt aus dem größeren Teil ist, ist es halt eben so ein bewusstes Spiel auch mit der Zeitlichkeit. Also das ist halt eben so wieder ähnlich wie bei dem Museumsfoto, wo es um das Museum an sich und den Krieg quasi in dem Bild geht. Es ist halt eben da auch bei dem, für wen schaufelt er das Grab und wo ist es eigentlich und wieso und weshalb. Es ist halt eben auch da, dass ich den Mann kennengelernt habe, das ist der Friedhofsvorsteher Sergei in dem Ort Starachi, wo auch quasi ein Angriff war und sein 57-jähriger Kollege sozusagen, der wurde dann zwei Tage vorher mehr oder weniger kennengelernt. An dem Abend wurde er dann da auch beerdigt und er hat halt eben für ihn dieses Grab quasi gegraben. Und da war es halt einfach so, dass es am Ende für mich in so ein Schwarz-Weiß gekommen ist, weil es halt eben über diese Zeitlichkeit spricht. Also es ist jetzt, also es ist eins der aktuellsten Fotos, aber es ist irgendwie dann schon, also es geht um so eine gewisse Form von Vergänglichkeit und dann war für mich irgendwie tatsächlich auch aus so einem Bauchmoment heraus irgendwie Schwarz-Weiß irgendwie adäquater als Farbe. Mhm. Ja. Passiert es öfters oder machst du es öfters? Also gibt's in der größeren Form der Serie ist es halt oft so, dass Momente, die nicht in so einem aktuellen Moment fotografiert sind, bisher schwarz-weiß sind, auch wieder so eine Fokussierung auf die Farbmomente innerhalb der Serie quasi zu schaffen, sodass man nicht die ganze Zeit auf so einem hohen Aufmerksamkeitsmoment ist, sondern sich auch wieder runter konzentriert auf diese Sachen, wo dann aber auch wieder die Zeitlichkeit so einen besonderen Moment hat. Ja. Und noch eine Frage zu den Bildunterschriften, also zur Kontextualisierung von dir aus, also Ortzeit und so weiter. Ja. Gibst du beispielsweise jetzt in einer Ausstellung oder auch vielleicht in einer Zeitungsreportage, gibst du das an? Also erzählst du genau die Geschichte jetzt von dem? Also in der Regel, also ich versuche es so kurz wie möglich. Es ist vielleicht auch nicht immer dabei oder daneben. Also in manchen Ausstellungen gibt es eher so eine Form von Reader oder manchmal ist es aber... Fast immer ist sozusagen mindestens der Name der Person und der Ort und das Datum. Okay, Also nur um das auch so, weil es mir schon wichtig ist, auch damit zu spielen, dass man es manchmal nicht glaubt, was man eigentlich sieht. Also jetzt vielleicht nicht in der Arbeit, aber generell. Mhm. Aber dass es trotzdem immer noch so eine Form von Realität, zumindest basierend irgendwie ist. Und man halt immer diesen Anker darin hat, okay, das ist, also die Stadt Kiew kenne ich und das war da, aber... Okay, irgendwie sieht es komisch aus. Aber das ist halt schon auch mit dieser Ambivalenz und dieser Diskrepanz, damit operiert das halt schon auch viel. Okay.
Ja, wenn ich jetzt nochmal versuche zu framen, was für uns ja immer interessant ist, was ist neu? Haben wir einige Punkte gefunden, die wirklich neu sind, würde ich sagen. Und das betrifft der Umgang mit den Bildern, jetzt in der Form von Initiativen wie Forensic Architecture und was du noch gefunden hast, was wir jetzt auch hören, was neulich beispielsweise, habe ich auf Twitter gesehen, wie der Moderator von CNN war das, glaube ich, hat direkt mit dem Sprecher des russischen Außenministeriums gesprochen und hat ihn direkt überführt mit Bildmaterial, dass dieser Panzer aber doch tatsächlich auf Zivilisten geschossen hat. Mhm. Also sowas ist möglich und das wäre vor 11 Jahren mit Sicherheit nicht möglich gewesen. Ja, das heißt, da gibt es so eine Art von Neubewertung oder Macht der Bilder, die eben auch mit der Entwicklung von Software, mit der zur Verfügungstellung von Bildern durch Satelliten privater Firmen, muss man sagen. Mhm. Maxa heißen die, glaube ich, die ja jetzt geholfen haben, in Butscha die Russen zu überführen, der Morde. Das ist tatsächlich alles neu. Wir sehen einen neuen Umgang mit den Bildern in den sozialen Medien, aber wir sehen auch einen neuen Umgang mit den Bildern aus verschiedenen Gründen, die man unter dem Stichwort Triggerwarnung, ich mache es jetzt ganz platt, zusammenfassen könnte, also einfach eine neue Vorsicht. Opfern gegenüber, wir hatten uns auch in der Vorbereitung zu heute überlegt, was wir zeigen wollen und was wir nicht zeigen wollen und dass wir über manches einfach lieber sprechen wollen, weil die Bilder im Kopf sind, also aus Vietnam zum Beispiel, ne, die Bilder sind vorhanden. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, das Fotografieren selber ist aber gleich geblieben. Also das Interesse am, warum man hinfährt, warum man fotografiert, fällt euch da noch was zu ein? Also ich denke, so wie Krieg eben etwas ist, was nicht an eine bestimmte Epoche gebunden ist oder so. Also es gibt natürlich neue Techniken, es gibt die Möglichkeit, Bilder über soziale Medien sofort zu verbreiten, wodurch auch ganz neue Formen von Bildern entstehen, aber ich könnte mir vorstellen, also das Interesse, das dich, Robin, treibt, hinzufahren, hätte auch in einer anderen Zeit sein können. Ja. Oder die Art zu fotografieren. Ja. Weil das hängt natürlich mit dem Thema zusammen. Ja, also mit dem. Ja. Also es steht jetzt schon in einer gewissen Form von Tradition, aber es setzt sich halt auch genau bewusst damit auseinander. Mhm. Also sozusagen, welche Bildmuster bedient man, welche durchbricht man. Genau. Wo macht man vielleicht auch teilweise Anleihen? Also es ist halt schon ja auch immer so, nicht so gemeint, auf dem Rücken von irgendjemandem da seine Kunststückchen vorzuführen, sondern es geht halt schon auch um den Inhalt. Aber es ist halt am Ende schon auch eine Mediums-Auseinandersetzung sozusagen. Also auch einfach mit der Fotografie, also was ich schon sagte, was zeigt man es, wie geht man damit um, wie abstrahiert man, wie schafft man das irgendwie quasi einerseits, ein eigenständiges Bild zu erschaffen, was aber trotzdem auch irgendwie in einer Form von Erzählung funktioniert. Also all diese Dinge sind jetzt auch nicht großartig komplett neue Überlegungen, aber schon innerhalb diesem und in der Veränderung von kleineren Bausteinen innerhalb diesen Baukastens dann doch wiederum. Und ja, aber generell glaube ich, was neu ist, ist halt schon auch einfach der Konsumentinnenumgang einfach sozusagen damit, wie will man das sehen, wie geht man damit um, genau. wie speist man auch selber wieder Material hinein. Also ich finde mich auch interessant, dass vor allen Dingen KonsumentInnen quasi eigentlich auch wieder zu Kanälen werden und es total viele Leute gibt, die Informationen sammeln und diese wieder streuen, obwohl sie eigentlich nur AkteurInnen aus irgendeinem Feld sind, die jetzt aber nicht bei CNN arbeiten oder sowas, aber die wiederum dann zu so einem, ich hätte jetzt auch einfach Influencer sagen können, aber ich bin erst jetzt drauf gekommen. Aber, sozusagen, aber einfach das nochmal so auch in diesem relativ ernsten Kontext wirklich da tun. Und ich glaube, das ist, glaube ich, schon neu. Also diese, den Aspekt hatte ich gerade vergessen. Genau. Stimmt natürlich absolut. Also, natürlich der Begriff und so weiter von InfluencerInnen sozusagen ist nicht neu, aber das ist halt so von Leuten, die dann vorher sich gar nicht dafür interessiert haben, aber auf einmal aus aktivistischen Kontexten oder aber auch einfach weil sie sich wirklich dafür interessieren oder wie auch immer auf einmal schon zu so einer Meinungsmaschine auch irgendwie werden. So, und
Das glaube ich, also ist persönlich für mich neu, dass ich das nicht so wusste, weil vorher habe ich mich jetzt nicht so doll für Influencertum einfach interessiert, weil ich da jetzt nie angesprochen wurde, wahrscheinlich. Oder ich habe einfach niemanden gefunden. Nicht gemerkt, ja. Nicht gemerkt, wahrscheinlich, genau, nicht gemerkt. Hast du eigentlich ukrainische Soldaten fotografieren, Masi? Fotografieren? So mit Handy? Ja, also man ist da auch wahrscheinlich auf unzähligen Selfies und so weiter mit drauf, weil es dann schon auch so ein Austausch irgendwie ist, dass man irgendwie da war und manche Leute sind dann davon auf eine Art und Weise nicht überrascht, aber so, das ist schon, also es haben, also deswegen hat man wahrscheinlich auch so eine Bilderflut, wie, worauf dann Leute wie Forensic Architecture zurückgreifen können, weil es wird eigentlich alles fotografiert, aber sehr, sehr bewusst. Es war aber auch zum Beispiel so, dass das auch interessant war, die eine der wenigen Leitfäden, die es vom Verteidigungsministerium der Ukraine gab, war also um fotografieren zu können, war immer, dass man es zum Beispiel nicht unmittelbar posten durfte, einfach um diese und dann wiederum diese Möglichkeiten der Rückverfolgung nicht so schnell möglich zu machen. Ja, klar. So, das waren eigentlich, aber es war halt auch interessant, dass das halt schon all über völlig überbordend quasi gemacht wurde, aber dann das Teilen zeitversetzt. Genau. Ja. Aber dass das auch allen so bewusst war. Also so, dass das, ja. Weil das müssen ja alle mitmachen. Ja, genau. Und es ist ja auch so, dass so eine Kamera, wie sie jetzt hier auch rumstehen, gar nicht so viele Geodaten versenden, so ein Telefon, aber eigentlich das Bild ist so reich an Informationen. Also was so eine komische RAW-Datei, die kann man vielleicht besser aufblasen, um daraus einen tollen Print zu machen, aber so ein iPhone-Foto erzählt quasi eigentlich viel mehr an Informationen im Detailsinne. Ist halt schon auch verrückt, diese Sachen dann hochzuladen. Mhm. Ja. Oder okay, spannend. Also das, was auf dem Bild zu sehen ist, eben auch von Software auszuwerten. Genau, aber weil man halt eben so Standorte, Zeit, geht alles mit. Ja, stimmt, auch nochmal ganz neu. Ja. Ich habe jetzt meine Runde gedreht, aber ihr dürft gerne noch was Fragen sagen. Ich habe schon, glaube ich, alles reingefragt. Okay. Fragen aus dem Chat. Ich gucke mal im Chat, aber da ist keine Frage. Ah, ja. Genau, also dann, bevor ich gleich noch Ankündigungen mache, zum Werbeblock komme, bedanke ich mich ganz herzlich bei Petra, Merle und Robin, dass ihr gekommen seid und wir das Gespräch hatten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Stefano an der Kamera, bei Ellen am Switch und bei Andreas am Ton und lade ein zum nächsten Talk. Es geht jetzt nämlich Schlag auf Schlag. Am 8. Mai wird Ellen einen Talk führen mit Jenna Ng, habe ich es richtig gesagt, zum Thema Games, Machinima, 8. Mai um 15 Uhr, am selben Ort in diesem Computer. Und am 13. Mai gibt es zum ersten Mal eine Real-Life-Experience und zwar in der Frappant-Galerie, werden die Klassen von Michaela Melian und Jan Faust die Galerie bespielen. Im Format Labor, das wir auch wieder aufgegriffen haben von 2011. Das war's und in Kürze wird es auf dem Kanal in YouTube diesen Chat zu sehen geben. Vielen Dank. Danke. Ja, danke.